Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nintoji's Gaming Hour mit Princess Nintendia und Nukimochi. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Doppelfolge von Nintoji's Gaming Hour. Wieder hier am Start Princess Nintendia und gegenüber Nukimochi. Hallo. Ja, hallo, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei seid. Da wir ja im ersten Teil unserer Doppelfolge hauptsächlich über den Weg bis zum Mario-Film geredet haben, würde ich vorschlagen, dass wir genau auch in der Folge, nämlich zu genau diesem Thema kommen. Ja, sehr gerne, da freue ich mich drauf. Wir hatten ja quasi damit geendet, dass wir sehr aufgeregt im Kinosaal saßen. Ja, genau. Also auf jeden Fall. Wir saßen im Kino nach der ganzen Werbung für Filme und sonstigen Kram, ging es dann endlich los. Was hattest du eigentlich zum Beispiel zu essen dabei? So jetzt die Frage. Also ich hatte Popcorn, ich mag sehr gern salziges Popcorn. Ja, und ich trinke tatsächlich gern Wasser und sonst wäre ich auch, glaube ich, zu aufgeregt gewesen. Und du? Also salziges Popcorn ist auch eher meine Wahl, besser als süßes Popcorn. Also ich hatte Nachos mit Käsedip, Schokoladen-M&Ms und eine große Cola dabei. Also so typisches Kinofutter. Oh, auch sehr lecker. Nachos mit Käsesoße sind super, da ist nur immer zu wenig Käsesoße dabei irgendwie. Genau, aber genau bei meinem Besuch habe ich herausfinden können, dass man auch zwei Dips bestellen kann, aber gefühlt sind es mehr Nachos als Käse. Oh, okay. Ja, dann waren wir schon sehr gut ausgestattet sozusagen. Genau, nach der ganzen langweiligen Werbung, die ja im Kino immer kommt, ging es dann richtig los mit dem Logo von Universal. Yay. Und dann haben wir bald Mario Kart Sounds gehört, glaube ich. Genau, denn Stewart, einer der Minions, auch die wir zum Beispiel ja aus dem Ich einfach über sich zwei Filme kennen oder im ersten Minions-Film oder Minions vs. Bruce, das ist einer der bekanntesten Minions. Er saß in einem Kart und da kam halt eben diese typischen Mario Kart Anfangs-Soundtracks mit dem Logo von Illumination. Also Illumination macht quasi immer so eine Art kleine Mini-Kurzfilm, wirklich so mit ihrem Logo, aber das ist meiner nach der beste. Ja, ich fand's auch super toll. Hat mir richtig gut gefallen. Und wir fahren ja auch so gerne zusammen. Deshalb sind mir die Sounds gut bekannt. Genau, und Mario Kart ist eh einfach viel zu übelst geil. Ja, eines der besten Spiele. Also es bringt mir mit den meisten Spaß, das mit anderen zusammenzuspielen. Auf jeden Fall. Genau, und dann kommen wir zu Pixel Mario und Luigi, die halt eben ein bisschen herumhopsen, dann zusammen den Fragezeichenblock aktivieren und daraus das Logo von Nintendo nämlich rausspringt. Ja, richtig. Und dann steigen wir, glaube ich, so langsam ein. Ich glaube, dann kommt die erste Filmszene, ne? Genau, denn wir sehen eine wunderschöne Eislandschaft und plötzlich regnet es Lava. Da ist jemand im Anzug, auf jeden Fall. Wer wohl? Eine große Kröte. Eine XXL-große Kröte, ein Ninja Turtle. Okay, das letzte nicht, aber trotzdem sieht er ähnlich aus. Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall ein großes Luftschiff kommt nämlich auf ein Eisschloss nämlich zu und landet vor dessen. Und was kommt da raus? Koopas, Para-Koopas kommen raus und stellen sich alle kerzengerade auf. Und dann kommt ein kleiner bekannter Magier-Koopa, der einen König ankündigt. Und natürlich handelt es sich um Kamek. Und Kamek, der wird im Englischen gesprochen von Kevin Michael Richardson und im Deutschen von Timo Niesner. Ja, und sehr gut gesprochen, ne? Vor allem so dieses Gequetschte, was ja Kamek auch braucht, was ihn so ausmacht. Ja, dieses ganze Gekrächzte, wirklich so. Genau. Und wie findest du das? Ich finde, es machen beide recht gut. Also ich finde es persönlich auch. Man muss sagen, bei Kamek, der hatte zuvor einen anderen Synchronsprecher, wenn man sich an den ersten Trailer erinnert. Denn die ganze Anfangsszene ist eigentlich auch das, was wir im Teaser-Trailer gesehen haben. Und da hatte Kamek noch tatsächlich eine andere Synchronstimme. Klar, er hat nur ein paar Lines gehabt, kleine Lines, aber trotzdem, es war ein Stimmenwechsel da.
Oh ja, und woran lag das nochmal? Es war, glaube ich, ein trauriger Grund, ne? Oh, das weiß ich nicht genau. Aber dass Synchronsprecher ja mit an verschiedenen Trailern auch wechseln, das mein bekanntestes Beispiel ist der zweite SpongeBob-Film, wo wir am ersten Trailer noch die gewohnte Stimme von Thaddäus hatten und im zweiten Trailer hat er plötzlich eine andere Stimme gehabt, wegen des Todes des Synchronsprechers. Oh ja, da erinnere ich mich auch noch, weil das so auffällig war, ne? Ja, leider kommt das ja dann manchmal vor und gerade wenn das mitten in irgendwelchen Aufnahmen ist, ist das natürlich sehr auffällig, weil man kann die ja dann auch nicht einfach abbrechen, ne? Oder die Rollen da sonst wieder rausnehmen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, so Timo Niesner ist eigentlich eine sehr gute Rollenbesetzung. Aber auch Kevin Michael Richardson. Beide, ja. Ich finde auch, dass sie es sehr gut getroffen haben. Und ich Ja. mag das auch sehr gerne, so die Kamek-Synchro an sich. Aber man muss auch sagen, die deutsche Synchro ist bei FS Film und Fernsehsynchro in Berlin entstanden und das Dialogbuch ist von Patrick Bär. Und für die Dialogleitung war Björn Schaller verantwortlich. Aber musikalische Leitung hatte Leonhard Malig. Also das sind jetzt auch ein paar Background-Infos. Und wir müssen mal ganz dringend auch über die Musik reden, weil über die haben wir eigentlich gar keine Worte im letzten Teil zum Beispiel verloren. Oh ja, sehr gerne. Was mir gerade noch einfällt, Leonhard Malig ist ja auch der deutsche Sprecher Du von bist Maren. so schnell! Aber du hast ihn ja jetzt schon genannt. Ja, ich habe nur ihn genannt, weil er auch wie die deutsche Synchro auch mitverantwortlich war. Ja, genau. Und bei den Songs wollen wir die Songs auch lieber nennen in den Szenen, wo sie dann vorkommen, oder? Weil sie ja immer so Genau, viel für die natürlich. Stimmung auch Die werden ausmachen. erst erwähnt, wenn sie erwähnt werden. Also wir gehen alles schön chronologisch. Wir lassen hier nicht unsere Reihenfolge nicht abbrechen. Aber unsere Musik auf jeden Fall, das hört man schon, die bekannte Musik des Luftschiffs aus Mario Bros. 3, komponiert von einem Komponenten namens Brian Tyler. Und den kennt man hauptsächlich mehr als den Komponisten der Fast and Furious Filme. Ja, sehr cool. Eigentlich spannend, dass er dafür jetzt auch genommen wurde, ne? Ja, Brian Tyler, wirklich Spitzenklasse in Kombination mit Koji Kondo. Und Koji Kondo ist ein sehr, sehr legendärer Komponist bei Nintendo. Der hat zahlreiche Mario und Zelda-Tracks kombiniert. Also viele legendäre Klassiker kommen auf seine Kappe zurecht. Ja, Kondo ist legendär. Ich liebe es eh. Ich höre ganz oft Videospiel-Soundtracks, auch privat, weil es oft die fantastischsten Musiken sind und vor allem von Kondo auch, ja. Klar, doch, also, wer hat eben sich gefragt, wer hat das ikonische Super Mario Bros. Film gemacht oder auch Zeldas Wiegenlied, solche Klassiker, das hat alles Koji Kondo gemacht und wirklich Daumen hoch für diesen Mann, der hat es wirklich großartig gemacht. Oh, Zeldas Wiegenlied ist ja zum Beispiel traumhaft, ne? Habe ich direkt im Ohr. Ja, so wunderschön, aber wir sind bei Mario, nicht bei Zelda. Ja, genau. Wo sind wir denn jetzt so weit Wir angekommen? haben gerade erst Kamek gehabt und jetzt kommt Bowser, gesprochen von dem legendären und comedyhaften Schauspieler Thomas Jacob Black, beziehungsweise eigentlich bekannt mehr als Jack Black. Und ganz ehrlich, wer den ausgesucht hat, der kriegt gleich einen Emmy Award, einen Oscar und eine Medaille. Der hat so perfekt in diese Rolle reingepasst. Ja, ein Traum. Ich glaube, er hat ihn auch wirklich gelebt, wie so eine Inkarnation. Man hat ihn ja sogar im Bowser-Kostüm gesehen. Und ich mag ihn eh so gern. Egal, wo man ihn sieht, in verschiedenen Shorts oder so, er ist immer gut drauf. Er macht irgendwelche Witze, irgendwelche Tänzchen, singt irgendwelche Lieder. Man muss ihn nur mögen und er ist einfach super gut. Er hat es perfekt verkörpert, ja. Ja, also wenn ich daran denke, Jack Black ist Jahrgang 1969 und der Typ ist immer noch fast wie ein 30-Jähriger und richtig fit. Ja, richtig super. Und wir kennen ihn ja aus bekannten schönen Filmen, ne? Natürlich, zum Beispiel hat er in Kung Fu Panda von DreamWorks die Rolle von Po übernommen, also die Hauptrolle. Man kennt ihn aber auch von School of Rock, kennt man ihn. Man kennt ihn aus dem ersten Ice Age-Film als einer der Säbelzahntiger. Aus dem eher kritischen DreamWorks-Film Shark Tales als Lenny.
Und auch im kinderfreundlichen Horrorfilm Ghostbumps hat er halt eben auch mitgespielt. Also Jack Black ist ein legendärer Schauspieler. Jedes Mal, wenn der Typ irgendwo dabei ist, kann man sich eigentlich nur freuen und wissen so, okay, der spricht die und die Figur, da kann es einfach nur geil werden und einfach nur legendär. Er zaubert jedes Mal seine Figuren einfach nur zu Gold. Also großen Respekt wirklich an ihn und was er immer noch mit einer positiven Aura reingeht. Und ja, er lebt es. Ich sag nur eins. Das hast du gerade erwähnt, in der Kelly Clarkson Show war das. Da ist er in Jack Black-Kostüm gekommen, aber auch nur, weil er gesagt hat, ja, die anderen haben gesagt, wir gehen kostümiert als die anderen und jetzt bin ich als Einziger da. Das war sehr charmant und deshalb auch sehr auffällig, habe ich nie vergessen. Ja, oder gerade eine Filmpremiere, da hat er auch so einen Bowser-Anzug gehabt. Oder er hat mal in einem Interview erwähnt, dass er sich sehr über diese Rolle gefreut hat, weil er ganz selten nur die Bösewichte sprechen darf. Und jetzt darf er das mal wieder. Oh, und er hat es ja so toll verkörpert mit seiner tiefen Stimme. Das habe ich wirklich geliebt, mir das auch nochmal auf Englisch tatsächlich alles Oh ja, anzugucken. also wenn man vergleicht Jack Blacks normale Stimme mit seiner Bowser-Stimme, das klingt schon sehr anders. Aber natürlich kommen wir auch noch auf sein deutsches Pendant, Tobias Meister. Jahrgang 1957, also noch eine ganze Ecke älter als Jack Black. Ja, den man Und ja kennt von Brad Pitt, ne? Den ich ja auch sehr gern mag als genau, er ist Schauspieler. die Stammstimme von Brad Pitt, auch von Jack Black. Und was mir auch spontan einfällt, dass er in dem Blizzard Shooter Overwatch den Charakter Doomfist gesprochen hat. Ach, sehr toll. Da kommt ja auch im Film noch jemand vor, der auch in Overwatch mitgesprochen hat, Zwei glaube ich. sogar. Es kommen zwei vor. Sogar, ja, genau, waren mehrere dabei. Aha. Das fand ich spannend, dass von dem ganzen Cast-Team auch manche in mehreren anderen Filmen auch jeweils schon parallel mitgesprochen hatten, ne? Genau, Wie deswegen kann cool. man sich die Stimme eigentlich ziemlich gut merken. Jedenfalls Bowser ist natürlich nicht zu Kaffee trinken, jedenfalls bei diesem Eiskönigreich, denn er droht, dass sie die Tore öffnen sollten, ohne sie gehen unter. Genau, Und dann open the kommen gates wir, or die. ja, open the gates or die. Aber mit dem Untergehen ist natürlich auch gemeint, aber das Wort die, also sterben, wird eher mehr im Englischen wirklich erwähnt. Richtig, ja, das unterscheidet sich ja doch an manchen Stellen, ne? Wie das Wahrscheinlich hat Deutsche. man sich ja durch Synchro gedacht, nicht, dass die Kiddies vielleicht besitzende Angst haben mit Bowser, was schon von Sterben redet. Aber ein anderer Charakter, über den wir später reden, hat das aber deutlicher gesagt. Oh ja, das stimmt, ja. Jedenfalls kommen da große Schatten und man denkt so, oh, die sind aber ganz schön groß und dann sind es einfach nur niedliche Pinguine. Und ganz ehrlich, ich liebe Pinguine. Das sind so tolle Tiere, die einfach viel zu cute sind. Auch bei Kirby mag ich vor allem sehr gerne König Dedede. Auch allein schon, weil er ein Pinguin ist. Und ganz ehrlich, wie du mit diesen kleinen, süßen, ihren süßen Händchen oder Flügeln ja versuchen, Bowsers Armee zu attackieren. Mit Schneebällen. Großartig. Ja, so süß. Vor allem, ich liebe die Szene, weil wir ja immer mal auf die Musik zu sprechen kommen. Allein wegen des Kill Bill Songs auch, ne? Battle Without Honor or Humanity passt da so wie die Faust aufs Auge. Also als das losgeht parallel mit den Pinguinen, oh, da hatte ich schon so gute Laune im Kino, weil ich mich da so drüber gefreut habe. Ja, weil ich habe gedacht, so, Moment, die Musik kenne ich doch irgendwoher. Und ja, das ist so geil, dass es die ist, weil die passt perfekt in Action-Szenen einfach rein. Ja, auf jeden Fall. Attack und dann geht's ab. Ja, jedenfalls, der Pinguinkönig erhebt seine Hand und sagt so, das war nur ein Vorgeschmack auf unseren Zorn, unterwirfst du dich. Gesprochen wird der Pinguinkönig von Carrie Payton. Und der hat gerade nicht seine erste Kooperation mit Aaron Howard und Michael Jennings, denn die Teen-Titans-Go-Fans werden ihn als Cyborg kennen. Und ich kenne ihn spontan noch, und zwar in der Hack-and-Slay-Serie Bayonetta hat er den Charakter Rodan gesprochen, also mit so einer richtig schönen, tiefen, entspannten Stimme. Ja, die hat er nämlich auch. Das macht ihn aus. Das gefällt mir auch sehr gut an der Stimme.
Ja, und im Deutschen wird er gesprochen von Axel Melzacher, dem ich spontan jetzt nur als Remy aus dem Film Ratatouille kenne. Ja, mit den Ratten, ne? Der animierte Film. Genau, der Film von Pixar, wo ja eine Ratte kochen will, das ist Ratatouille. Richtig, ja. Jedenfalls, die denken so, die sind unaufhaltbar, doch Bowser muss nur lachen, natürlich, und sagt so, ganz sicher nicht. Und dann kommt Kamek und schleudert die Pinguine einfach wie nichts weg. Und Bowser brennt das schöne Königreich nieder. Ich muss ja sagen, dass diese Szene sehr, sehr lustig und goldig ist, ne? Mit den Schneebällen. Und wie sie so selbstbewusst da stehen und er einfach nur lacht, sehr süß. Ja, aber ich habe auch sofort gewusst, die haben eh keine Chance gegen ihn. Ich meine, Eis gegen Feuer, das geht nicht. Die hängen nur draußen, wird sie nur schwitzen. Das stimmt. Erst an späterer Stelle im Film, da ist das Eis nochmal sehr positiv. Ja, aber kommen wir später zu. Jedenfalls brennt Bowser mit seinem Feueratem das schöne Königreich nieder und man kann nur besonders gut aus Kameks Brille so richtig gut reflektiert sehen, wie das aussieht. Und ganz ehrlich, das ist eine so gute Szene, wirklich. Ja, wahnsinnig gut gemacht, ja. Ja, aber was ein bisschen schade ist, dass das Eiskönigreich nur so klein aussieht. Also du hast nur das große Schloss und ein paar Kuppeln, sonst hast du gar nichts. Weil ich habe eben in den Beta-Konzepts nämlich was gefunden, und zwar, dass das Eiskönigreich so ein richtig toll bunter Platz sein sollte mit vielen Rodelbahnen, wie es halt eben für die Pinguine auch passt. Ja, das ist schade, ne? Im Vergleich zu anderen Gegenden, die später kommen, ist es doch sehr klein gehalten. Ja, Ja, und nicht so detailliert. aber ich glaube, die Pinguine sollten nur vorgestellt werden, so von wegen so, damit demonstriert wird, was Bowser überhaupt für eine Macht hat. Ja, das ist so dieser kurze Handlungsstrang zum Start, ne? Da passiert dann ja auch nicht sehr viel mehr, deshalb wahrscheinlich, ja. Ja, jedenfalls Bowser lacht sehr zufrieden, denn er hat nämlich gefunden, was er gesucht hat. Und Kamek hält Eisblöcke an, damit Bowser sie wie eine Treppe verwenden kann. Und ich frage mich, wie kann Kamek die denn halten? Denn Bowser ist ziemlich schwer. Ja, er ist halt ein sehr guter Magier, ne? Mit viel Magie hält er sogar die Und Waffe. sehr viel Durchhaltevermögen. Auf jeden Fall, ja. Ja, der muss ja auch viel ertragen, der Gute. Ja, Bowser ist gerade nicht einfach. Ja, jedenfalls, Bowser quetscht den Block nämlich ein. Es ist ein Fragezeichenblock, den ihr seht, und es ploppt nämlich ein Stern raus und meint so, ich habe dich nun endlich gefunden und jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Was interessant ist, denn im Trailer sagt er noch, und wer soll mich jetzt noch aufhalten? Also, kleine feine Änderung. Ja, das stimmt, ja. Also noch ein Stückchen selbstbewusster und von sich überzeugter. Von wegen so, niemand wird es können. Doch dann schwenken wir von Bowser und Eiskönigreichen nach Amerika, genau gesagt nach New York und genau gesagt nach Brooklyn, denn die Zwillingsklempner Mario und Luigi tauchen nämlich in einer Werbung auf für ihren Klempner-Service. Und wer es nicht kennt, der Commercial basiert auf das Intro der Super Mario Brothers Super Show aus den späten 80ern. Ja, wo wir es ja auch von hatten, ne, im ersten Teil. Ich liebe diese Werbung. So So super. catchy geil. Ja, so toll. Aber was ich ein bisschen schade finde, und zwar im Englischen wurde die Original-Synchro von damals benutzt und man hat den originalen Text drin gelassen. Aber im Deutschen haben sie es einfach nur übersetzt und haben es neu singen lassen, und zwar von Tim Sander. Der hat den Rap auf Deutsch gesungen. Ja, es ist nicht schlecht, aber ich hätte auch bei uns im Film gerne das Original gesehen. Ja, ich mag es einfach wieder meistens lieber meistens, wenn die Lieder auf Englisch bleiben. Ja, generell, ich auch. Ja, jedenfalls werden unsere Lieblingsklempner Mario und Luigi jedenfalls vorgestellt mit einem krassen italienischen Akzent. Und ganz ehrlich, das ist so geil.
Ja, super cool. Da fragt er sich ja sogar selber später, ob es nicht vielleicht dann doch ein bisschen zu viel war. Aber das ist ja Nein. gerade das Tolle. Ach, übrigens, apropos Mario und Luigi, kommen wir mal zu denen. Und zwar, Mario und Luigi werden gesprochen von Chris Pratt und Charlie Day. Und ich sage nur eins: Einer klingt absolut nicht passend, der andere klingt total großartig in der Rolle. Was glaubst du, wen ich meine? Also, wer ist? Also ich würde mal verteilen, der großartige Charlie Day für Luigi und Chris Pratt als Mario war leider nix. Ja, Charles Deckham Day, so wie er richtig heißt, hat die Rolle einfach sehr gut gemacht. Er hat einfach gewusst, Luigi ist ängstlich und hat mit seiner hellen, etwas ängstlichen Stimme einfach draufgepasst. Auch Jahrgang 1976 und da hat es richtig gut gemacht. Ja, so dieses Charmante und Liebe hat er sehr gut rübergebracht bei Ja, viele Luigi. lieben Charlie Day und ich liebe ihn auch. Aber ein gewisser Christopher Michael Pratt hat er eher nicht so. Ich liebe Chris Pratt, nicht falsch verstehen. Also Chris Pratt ist ja bekannt als Owen von Jurassic World, Star-Lord von Guardians of the Galaxy oder als Emmett aus dem Lego-Movie. Der Typ ist wirklich ein großartiger Schauspieler. Ich mag ihn wirklich, aber als Mario hat er gar nicht gepasst. Ja, das war es deshalb, ne? Auch in den Lego-Movies, also in 1 und 2 als Emmett Jurassic World. Ich fand ihn auch immer gut, aber sobald das rauskam, dass er Mario sprechen wird, habe ich von Anfang an gedacht, das passt irgendwie nicht so. Nee, viele waren ja schon skeptisch. Auch, ich weiß noch, wie, als es im ersten Trailer war, wo Mario gezeigt wurde, haben wir auch gesagt, so, das klingt einfach nur wie Chris Pratt, wenn er normal redet. Eben, es ist nicht angepasst. Überleg mal, wie enorm Jack Black das ja angepasst hat an Bowser. Oder wie gut Charlie Day zu Luigi vielleicht auch an sich schon passt. Ja, das war dann vielleicht einfach schwierig. Ja. Aber wird nicht meine einzige große Sprecherkritik sein. Das wird nicht meine einzige sein. Und im Deutschen werden unsere beiden Brüder verkörpert von, ich habe es gerade vor kurzem erwähnt, Leonhard Mahlich und dem legendären Gerrit Schmidt-Voss. Ja, super toll. Beide wirklich gut besetzt, muss ich sagen. Und Leonhard Mahlich kennt man ja aus ganz ähnlichen Filmen wie Chris Pratt, ne? Genau, Zwangsläufig. er ist der Stammsprecher von Chris Pratt. Also auch in Guardians of the Galaxy oder Jurassic World, da hört man natürlich ihn jetzt im Deutschen. Er ist auch bekannt als Sprecher von Kristoff aus den Frozen-Filmen von Disney. In den Trolls-Filmen von DreamWorks hat er den Charakter Guy Diamond gesprochen und in Overwatch hat er den Charakter Lucio gesprochen. Und Gerrit Schmidt-Voss, ein legendärer Synchronsprecher, einer der besten und sehr bekannt natürlich als der Stammsprecher von Leonardo DiCaprio. Ja, sehr toll. Oder woher kannte ich ihn noch? Ich glaube, Dragon Ball, ne? Dann gab es ja den B-Movie oder überhaupt auch sowas wie Digimon, Yu-Gi-Oh! Also in so Filmen, die ich ja auch sehr gerne mag und Serien, hat er auch viel mitgesprochen. Ja. Ach übrigens, Charlie Day kennt man auch unter anderem als Benny aus dem Lego Movie oder als Art aus der Monster Uni. Ja, Nochmal ein paar überleg mal, wie Beispiele. viele vom Lego-Movie-Cast da eigentlich dabei waren, ne? Eigentlich, also in dem Film cast eigentlich nur die beiden. Also, aber es ist voll lustig, dass die beiden schon in Lego Movie, als einer meiner nach auch einer der besten Filme aller Zeiten ist, schon beide dabei waren. Und Ja, Chris Pratt hat richtig. in beiden Fällen die Hauptrolle bekommen. Ja, da haben aber auch beide sehr gut gepasst, ne? Ja, sehr gut, wirklich fantastisch. Und witzigerweise hat Gerrit Schmidt-Voss da auch die Rolle von Benny übernommen. Ja, und auch Aber spannend, Jugend. Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, also auch zwei Schauspieler, die ich sehr toll finde. Da habe ich mich dann natürlich über die beiden Synchronstimmen gefreut. Also jedenfalls haben sie ein Commercial und dann sagt Mare wirklich das etwas, wo ich denke, was habt ihr gezahlt? Das ist doch nicht euer Ernst. Und zwar, als er sagt, ich bin so froh, dass wir unser ganz Erspartes in diese Werbung gesteckt haben. Leute, an der Stelle eine große Warnung. Wenn ihr euch irgendwann mal selbstständig machen wollt, bitte werft euer Geld nicht heraus. Geld ist das A und O. Bitte, seid nicht wie Mario und Luigi.
Ja, das ist irgendwie sehr naiv, sehr gutgläubig, da keine Rücklagen zu haben. Ist auch das Einzige, wo ich sagen muss, oh, das war jetzt ein bisschen zu naiv, ihr beiden. Ja, also jedenfalls, wo Luigi auch gemeint, so, das ist keine Werbung, das ist ganz großes Kino. Ja, so süß. Total begeistert. Und als dann Mario sagt, habe ich mit dem Akzent vielleicht ein bisschen übertrieben, kommt da ja so einer von rechts, ne? Genau, dieser Charakter heißt Giuseppe und nicht nur dürfte dessen Erscheinungsbild vielleicht einige bekannt bekommen, sondern natürlich vor allem seine Stimme. Denn es ist der einzig wahre OG-Mario-Sprecher Charles Martinet. Ja, da habe ich mich so gefreut, als der kam, ne? Ich habe Giuseppe, mir nur gedacht, so, ist Stammdance. das nicht Charles Martinet? Was macht er hier? Oh Mann, und der basiert ja auf Marios damaligem Artwork natürlich, ne? Genau. Und witzigerweise, er spielt ein Arcade-Game namens Jumpman und das ist natürlich an Donkey Kong Arcade angelehnt und er trägt wirklich die Klamotten, die Jumpman damals getragen hat. Und vor allem, wenn man damals sieht, Mario hat damals nicht wie heute ein rotes Oberteil mit einer blauen Latzhose gehabt, sondern ein blaues Oberteil mit einer roten Latzhose. Das war damals so. Ja, so, so cool. Die Szene habe ich also auch sehr gefeiert, weil da so viel in dieser einen kleinen Szene gesteckt hat, wie er quasi feiert, dass der Akzent so übertrieben gesprochen wird und selber dann auch nochmal macht. Ja, und das machen wir auch so. Okay, da vertraue ich dir mal. Doch von guter Stimmung kommen wir zur schlechten Stimmung. Denn es taucht jemand auf, den die beiden unbedingt nicht mögen. Ein gewisser Vorarbeiter Spike. Wenn der allein zur Wellsiege begrüßt, na sieh mal einer an. Wenn das nicht Brooklyns Lieblingsloser sind, die super dummen Mario Brothers. So fies, ne? Ursprünglich aus Wrecking Crew, ne? Spike. Genau. Und passenderweise erschien Wrecking Crew im Jahr 1985 und sogar vor Super Mario Bros. Deswegen würde es auch mit der Timeline auch zusammenpassen. Ja, deshalb passt das auch so toll, finde ich, ne? Erst Giuseppe, dann Spike. Das ist einfach schon mal so ein sehr cooler Start, dass so Ja. Figuren auftauchen, finde ich. Jedenfalls begrüßt er sie ganz herzlich. Spike gesprochen im Englischen von Sebastian Maniscalco. Ein Synchronsprecher, von dem ich ehrlich gesagt noch nie gehört Ich auch nicht, tatsächlich. habe vorher. Also auf jeden Fall hat er mal, glaube ich, in einer Sendung erwähnt vor langer Zeit, dass er den Boss von Mario und Luigi spricht. Aber Boss würde ich jetzt nicht an der Stelle sagen. Ex-Boss passt viel besser. Ex-Boss, ja, und zum Und im Glück auch. Deutschen von Marty Klemm. Marty Klemm, vielleicht jetzt nicht gerade ein Name, wo viele aussprechen würden, aber seine Rollen vielleicht. Zum Beispiel Marty Klemm kennt man jetzt als die neue Stimme von Benjamin Blümchen. Oder er ist in Overwatch der Charakter Winston. Oder in dem Sony Pictures Animation Film The Mitchells vs. the Machines hat er Rick Mitchell gesprochen. Zum Beispiel. Naja, auf die neue Benjamin Blümchen-Geschichte freue ich mich, weil ich ja ein Interview mit ihm auch gehört habe. Das hört sich zwar noch anders an, aber ich glaube, da wächst er gut rein und ist ja auch mit dem ehemaligen Sprecher gut befreundet. Da freue ich mich drauf. Ja, also auf jeden Fall meiner Meinung nach im Deutschen echt toll geworden. Also die Englische will ich nicht kritisieren, aber die Deutsche ist echt toll geworden, meiner Meinung nach. Ja, das kommt sehr gut rüber. Also dieses Überhebliche und Fiese und ja, die beiden Auslachende kommt da sehr gut rüber, ja. Ja, allein schon lacht sie viel ihr Itzami aus. Ich meine, da sind die beiden zu recht nicht begeistert, dass Spike hier ist. Jedenfalls sagt er auch so, sag mal, habt ihr inzwischen auch nur einen Anruf bekommen, seit ihr bei mir ausgestiegen seid, um eure Firma zu gründen? Also sie haben mal für ihn gearbeitet, aber sind dann ausgestiegen. Ganz ehrlich, bei einem Boss wie Spike hätte ich das Gleiche gemacht. Natürlich. Und jetzt kommt so eine super süße Luigi-Szene, wie er darauf reagiert, ob sie schon einen Anruf bekommen hat. Ja, Luigi erwidert so, ob du es glaubst oder nicht, Spike, den hatten wir. Und dann hieß es auf einmal, die Mom ist es gewesen. So süß. Und Luigi, und was sagst du jetzt? Super cooler Blick. Und dann schmeißt er sein Handy auf den Boden weg und Mario denkt genau in dem Moment das gleiche wie ich. Luigi, du Trottel, das hättest du echt nicht sagen dürfen, das ist peinlich.
Ja, ich habe in dem Moment gedacht, oh mein Gott, bist du süß. Ich habe gedacht, so wie Mario, peinlich. Jedenfalls lachte wieder sie aus, so viel Glück mit deiner Firma und diesen Idioten. Wobei, also, wenn du meinen Bruder noch einmal so nennst, da wirst du es bereuen. Ja, er fängt das Taschentuch gekonnt auf und genau, bietet ihm Parole, ne? Ja, jedenfalls Spike prustet sich auf, hält Mario an den Hosenträger fest und sagt, dass sie Witzfiguren sind und dass sie das auch immer bleiben werden und geht sehr selbstbewusst stolzierend aus der Pizzeria wieder raus. Übrigens ist aber aufgefallen, dass Spike die gleichen Klamotten anhat wie Fixit Felix Junior aus Ralf Reichts. Ja, Wahnsinn. Also mir ist es ja nicht aufgefallen, aber ich habe da nochmal nachgeguckt und ich finde es auch. Ja. Sieht wirklich so aus. Also bitte, Spike, jetzt klaust du schon bei Arcade-Figuren deine Klamotten. Ja, aber echt. Aber sich über andere lustig machen, ne? Ja, jedenfalls meint Luigi auch so, hast du einen Knall? Er ist dreimal so groß wie du. Und da habe ich nur gedacht so, naja, dann viel Spaß mit Bowser, der ist noch größer. Aber echt. Und Mario sagt so, na komm, Luigi, du kannst auch nicht immer Angst haben. Ja, wenn du wüsstest. Und Ganz genau. dann klingelt Luigis Handy. Übrigens, der Jingle sollte einem bekannt vorkommen. Es ist nämlich der Jingle die Eröffnungsmusik des GameCubes. Dieses du. Ja, so tolle Details, das stimmt. Ja, und sie erhalten ihren ersten Anruf von einem reichen Ehepaar, weil deren Wasserhahn tropft. Großartig, dafür ruft der Tischklempner an. Ja, das kann man ja nicht alleine. Tatsächlich. Das ist ja viel zu überbewertet. Wir dürfen nicht unsere Händchen schmutzig machen. Wobei, das kann bei denen wirklich zutreffen. Jedenfalls freuen sie sich, rennen sie ihrem Auto. Doch, Mist, der Wagen springt nicht an. Doch, Mario kommt auf die spontane Ge Idee, wenn wir nicht fahren können, dann laufen wir eben zum Job. Und dann kommt der Beastie Boys Song No Sleep Till Brooklyn. Und der ist übelst geil. Ja, wenn du ihn jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich das auch gemacht, weil das der nächste ist, den ich so abgefeiert habe, ne? Und wie Mario eben jetzt auch alles aus dem Weg räumt und dazu der Song, so cool. Ja, und vor allem Mario zeigt seine sehr akrobatischen Künste, während Luigi nur am Boden wirklich herumlodert. Jedenfalls. Und es gibt wieder ein Easter Egg, denn als Mario ja so eine Stange nach unten rutscht, ist ein Schloss mit der Aufschrift Castle Burger, was ein bisschen darauf basiert, wenn man Level ja beendet hat, springt man ja auch auf der Zielfahne und rennt ja meistens in ein Schloss rein. Ja, richtig cool. Und er gibt sich ja so viel Mühe. Er macht ihm ja sogar noch ganz höflich jede Tür auf, ne? Damit Luigi eigentlich nur noch durchwursteln muss. Ja, aber Luigi ist ein bisschen tollpatschig. Ich meine, er tretet im Zement. Oh je. Das Viel Spaß, stimmt. aus der Kleine wieder rauszukriegen. Jedenfalls sind die Brüder dann da vor einem riesigen, schicken Haus. Kein Wunder, dass solche Leute Klempner anrufen, die goldene Wasserhähne haben. Ja, zumal dieses schicke Haus ist auch so eingefasst. Du musst überlegen, zwischen so ganz alten Klinkerbauten und direkt dazwischen ragt dieses super schicke Haus empor. Das Ja, fand ich auch klar doch. imposant. Mitten in Jedenfalls Brooklyn. die Hausbesitzer, ein älteres Ehepaar, kommen auch ein bisschen arrogant rüber und wir lernen eine wichtige Figur kennen, nämlich Francis, der mich sehr an Doug aus Oben wirklich erinnert. Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, so, der sieht aus wie Doug aus Oben, das kann doch nicht sein, glaube ich jetzt schon, dass die sein. Jedenfalls hat Luigi gerade nicht die besten Begegnungen mit ihm, denn er zertretet seinen Knochen aus Versehen und er hat schon richtige Angst. Also ganz ehrlich, in der Situation bin ich ganz wie Luigi. Schließlich habe ich, wie sie es auch, sehr panische Angst vor Hunden. Ich mag Hunde, das sind wirklich süße Tiere manchmal, aber ich will nicht unbedingt in der Nähe von einem stehen, denn da machen die mir Angst, wirklich. Ja, vor allem Francis' Blick nach dem Zerbrechen des Knochens lässt nichts Gutes Ja, hoffen. wie so kurz so, ich behalte dich im Auge, Ja, Bohnenstange. noch hektisch sein Weibchen da abschlabbert, aber schon sehr böse guckt dabei. Ja, jedenfalls machen die beiden nämlich die Arbeit, also so schnell wie fertig und erster Job erledigt, yeah!
denken Es sieht sie jedenfalls. erstmal noch alles ganz schick aus und repariert. Man denkt, es wäre Ja. geschafft. Doch jetzt kommt Francis und ist gerade nicht bester Stimmung und versucht Luigi anzugreifen. Doch Mario schafft es, ihn in die Dusche nämlich einzusperren. Doch was ist das? Was kommt jetzt plötzlich? Eine Katastrophe nach der anderen, weil das Rohr unten platzt und das ganze Badezimmer steht unter Wasser. Das darf wohl nicht wahr sein. Ja, es ist völlig verrückt. Die Musik dazu, die klassische, passt auch so gut. Das Drama nimmt seinen Lauf. So viele Füße kann Mario gar nicht haben und Hände, um die Löcher zu stopfen. Klar, doch, weil wie es macht, erst tritt er mit dem Einfluss auf den anderen, Luigi versucht es auch, hält dann gestreckt wirklich diesen Spiegel fest, dann auch noch die Büchse auf der Toilette wirklich, dann platzt die Dusche auf, der Hund ist da noch da drin und na, da können da in der Situation Hunde schwimmen und Francis schwimmt da auch nach oben. Das kann Mario aber noch mal kurz retten. Er macht irgendwas mit der Spülung. Das Wasser Ja, sinkt er wieder. dreht ein bisschen danach, dass halt eben das Wasser wieder abläuft. Und dann ist erstmal alles beruhigt, doch Pustekuchen, Francis ist oben in der Dusche und denkt so, jetzt hab ich euch. Hat er dann auch fast. Aber er fliegt dann über Ja, die Köpfe hinweg. aus dem Fenster. Doch Mario und Luigi können das natürlich nicht zulassen. Das gibt natürlich Ärger mit den Kunden, wenn ihr geliebtes Hündchen auf einmal jetzt weg ist. Also Mario klappt Francis an einem Pömpel und Luigi hält ihn an den Beinen fest und sie ziehen Francis nämlich wieder nach oben. Doch das Ehepaar ist ganz so recht geschockt, als sie wieder ins Badezimmer kommt, denn das Badezimmer ist eine einzige Katastrophe. Genau, und sie sagen hier, wir haben den Grund gefunden. Problem gefunden. Was war ein toller erster Arbeitstag? Nicht. Jedenfalls kommen die beiden Brüder dann nach Hause. Übrigens ungewohnt, ohne Mütze und ohne Handschuhe. Und wir lernen endlich die Familie der Brüder kennen. Bestehend ja aus ihrer Mutter, ihrem Vater, dessen Namen wir übrigens nicht kennen, dafür mit zwei Onkel, mit dem prächtigen Namen Toni und Arthur, da noch die Tante, der Großvater und ich glaube die Cousine. Ja, eine große Familie, ne? Aber So typisch im Sinne italienisch. Das italienische sind nun mal halt die Großfamilie. Großfamilien, die auch immer Genau. alle zusammen wohnen. Ja, jedenfalls werden sie ganz herzlich begrüßt, von wegen so, das sind ja die Super Mario Brothers aus dem Fernsehen. Weil da gibt es auch einen Oscar für schlechte Schauspieler. Frech, ne? Gemein. Und dann kommt jetzt ja Ja. eine gleiche Szene für den armen Luigi, die mir ja sehr leid getan hat. Ja, aber bevor wir zu Luigi kommen, und zwar die Stimme von Onkel Toni, die kennen wir tatsächlich. Also im Englischen Rhino Romano, den kennen wir unbedingt nicht, aber für einen gewissen deutschen Sven Plate, den kennen wir hauptsächlich als die Stimme von Bugs Bunny aus den Looney Tunes oder als Map die Karte aus Dora the Explorer. Das fand ich sehr schön, dass der auch mitgemacht hat, übrigens. Weil gerade Ja, Bugs Bunny ist ja auch legendär, natürlich. den kennt, glaube ich, jeder, auch wenn ich diesen Hasen wirklich total hasse. Aber ich mag ihn. Ich finde ihn eigentlich ganz witzig und diese Looney Tunes-Filme und sowas. Echt mit Bugs Bunny, echt doof. Dafür tut mir immer voll leid. Aber auf jeden Fall in der Diner-Szene, denn ja, es gibt die große Diskussion von wegen so mal so, gut, wir haben es wohl also alle gesehen und so. Ja, natürlich. Und kündigt nicht euren alten Job. Ups, haben sie ja schon. Aber wirklich. Und Luigi kriegt nichts zu essen. Stimmt, weil Mario schnappt sich schon Oliven so mit dem Pick. Und ja, aber Und auf jeden Fall, die Mom ist so ein bisschen die Verteidigerin, denn sie sagt so, mir hat der Werbespot sehr gut gefallen. Ich finde, er gehört ins Kino. Und dann klatscht der Vater Mario erstmal eine Riesenportion Spaghetti mit Pilzen auf. Ganz ehrlich, die Spaghetti sehen absolut mega lecker aus. Wäre da bloß nicht die Pilze drauf? Denn ich hasse Pilze. Und wer hat auch Pilze? Mario. ja, spätestens seit dem Film wissen wir das. Er schiebt die dann irgendwie dem Luigi auf den Teller. Ich esse ja sehr Ja, gerne Pilze. war er so, ihr Pilze? Und der Fall so, jeder mag doch Pilze, habe ich recht. Und Luigi so, ich mag Pilze, ich nehme sie. Also pickt Mario die ganzen Pilze von seinem Teller runter und pickt sie auf Luigis Teller.
Und auch so die Diskussion von wegen so, Marion Ernst, was hast du dir bei dem Werbespot bloß gedacht? Und er so, was denn? Das soll witzig sein. Und vor allem auch noch, wie die Mischung die Pilze essen und dann klatscht der Onkel Toni da noch die Handschuhe auf den Teller drauf. Wie geht's? Die sind ja durchgeschwitzt. Jungs. Ja, und dabei sagt ja der Mario auch, naja, man braucht halt irgendwie was Auffälliges. Ein Marion sagt, Markenzeichen oder weiße ein internationales Handschuhe. Trademark. Ja, und der Vater ist dann ja gar nicht so nett zu ihm, Ja, ne? weil frag ich auch so, Dad, was meinst du dazu? Und er so, ich finde, du bist verrückt, man gibt keine sichere Arbeit für irgendeinen dummen Traum auf und am schlimmsten ist, dass du deinen Bruder mit reinziehst. Kann man nicht unbedingt wissen, wer der Synchronsprecher ist, doch wir wissen es, es ist Charles Martinet. Und es ist so ungewohnt, mal in seiner normalen Stimme mal zu hören. Und ganz ehrlich, ein nettes Cameo, dass quasi er als der eigentliche Sprecher von Manuigi dessen Vater spielt. Also quasi Manuigi sind irgendwie seine Söhne. Und ich frage mich bei Mario Stett nur eines. Wie kann man seine Spaghetti noch mit Salz extra salzen? Sind die nicht schon salzig genug? Oh ja, das stimmt. Und was ich auch bei Charles Martinet so toll fand, also er hat ja Giuseppe gesprochen, Marios Vater auch und eben auch im Original und im Deutschen. Das mag ich immer In acht besonders gern, wenn es verschiedenen jemand. Sprachen hat er es gemacht. Das ist wirklich krass. Wahnsinn. Und dir tut Luigi jedes Mal bei dieser Szene leid, weil er gar nicht selbst bekommt. Ja, also da blutet ja mein Herz. Das geht ja nicht, der Arme. Der braucht auch was zu essen. Jetzt wissen wir, warum Mario ein bisschen korpulent ist und Luigi so ein dürrer Typ. Eindeutig, im Gegenteil, er trägt es ihm dann ja gleich noch hinterher, sogar sein Essen. Ja, weil Mario geht natürlich verletzt von diesen Worten aus dem Zimmer. Und der Vater fragt sich noch ernsthaft, was hat er denn? Oh, sehr empathielos. Ich meine, ne, die Grundlage an sich, dass es naiv war, sein ganzes Geld da reinzubuttern. Aber der Ton macht die Musik, dann den Nachsatz. Und man hat ja auch gehört, dass es nicht das erste Mal war, sondern dass es so ein Grundschema ist, wie der Vater den Mario behandelt, ne? Ja, klar doch. Und dann sitzt man in seinem Zimmer, spielt Kid Icarus auf dem NES. Richtig geil. Und jedenfalls kommt dann sein Bruder rein mit dem Teller und er meint so, du ziehst mich weder rauf noch runter. Was wissen die schon? Und mal so, es geht mich nicht nur um sie. Unser ganzes Leben heißt es schon, ihr könnt dies nicht, ihr könnt das nicht. Ich hab's langsam satt, mich echt so klein zu fühlen. Jedenfalls bekommen sie dann durch Fernsehnachrichten mit, dass in Brooklyn ein Rohrbruch ist. Und wen sieht man im Fernsehen? Pauline. Also sie sieht eindeutig ja auch so aus, sehr schön dargestellt auch durch die Nur jetzt Schauspielerin. ohne ihren Hut, aber das stört mich persönlich nicht. Übrigens, gerüchtigerweise werden Pauline und die Lady aus dem Commercial von der Sprecherin gesprochen, von Peach aus der Super Mario Bros. Super Show, so als Cameo. Ja, spannend, oder, dass sie da noch mal auftaucht. Ja, ist krass nach all den vielen Jahren, aber auf jeden Fall, die kriegen das nicht hin. Und Mario meint so, das ist unsere Chance. Fortuna eilt uns zur Hilfe. Und wie so Fortuna belächelt, die aus der Highschool. An der Stelle, der Witz funktioniert im Englischen so viel besser. Mit Destiny, natürlich. Im Deutschen klappt es eigentlich nicht, weil Fortuna heißt, glaube ich, kein College-Mädchen bei uns. Kennst du eine Frau, die Fortuna heißt? Also ich nicht. Destiny schon eher. Destiny heißt das Schicksal und ist gleichzeitig wirklich ein weiblicher Name. Übrigens ein Genau. schöner Name, finde ich. Fortuna heißt ja auch Schicksal, aber es ist halt kein wirklicher Mädchenname bei uns. Nee, Genau, Destiny deswegen ist ein passt für schöner Name. Destiny auch viel besser. Jedenfalls, Mario will den großen Helden spielen, packt seinen Bruder am Arm und zerrt ihn nämlich mit in die Stadt. Und dann Und geht's jetzt spannend weiter, ja. ja, jedenfalls, sie suchen nämlich nach dem Gulli und Mario fällt ihnen auch, wo das Problem ist. Und Luigi so, du willst doch nicht einfach da reinspielen. Doch Mario springt natürlich da rein und Luigi so, Mario. Und dann mit Nase zuhalten hinterher. Natürlich. Aber auf jeden Fall, also ich weiß auf jeden Fall, ein Druckventil ist das Problem. Jedenfalls klettern Mario und Luigi darüber und sehr mutig, dass sie das machen. Also ich würde mich nicht trauen, an so einem Rohr entlang zu klettern. Ich auch nicht. So bauchlinks, rücklings da entlang zu hangeln über dem großen Abgrund. Nee, ich mich auch nicht Würdet ihr euch wirklich. trauen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Jedenfalls, doch, das Druckventil
löst sich und die beiden knallen durch die Wand. Und übrigens, das Loch in der Wand sieht genauso aus wie der Kopf von Agent Mario. Sehr interessant. Ja, könnte ja extra sein, ja. Ach, übrigens, dann hier an der Stelle, weil Louis sagt so, ich musste Brookings retten, war eine miese Idee, und mal so, komm schon. Die Szene war im Original ein bisschen anders geplant, weil Mario halt so, ach, Louis, das ist doch kein Zweck, gehen wir mal nach Hause. Und Louis so, Mario, was ist los? Du wolltest es unbedingt. Und dann heißt so, wir gehen einfach nur vor, weil wir irgendwie weiterkommen wollen. Interessant, also genau umgedreht, wer da der Motivator war, ne? Genau, Mario war eben so etwas demotiviert. Jedenfalls landen die beiden in einem, ich weiß nicht, was das sein soll. Soll es ein Keller sein, ein ganz schön großer? Ja, sieht aus wie, es ist ja schon fast ein Röhrenlabyrinth. Das sieht aus wie ein Riesenkeller, einer Fabrik schon eher mit so vielen Röhren, so ein Ja. Unterwelt-Röhrensystem. Ja. Aber auf jeden Fall meint Mario, dass seit Jahren niemand mehr hier oben gewesen ist. Und warum ist hier überall noch Licht? Sehr merkwürdig. Spinnenweben, aber beleuchtet ist es. Ein bisschen Stromverschwendung, ja, wenn es so Ja, unterirdisch war. jedenfalls merkt Mario, Luigi ist verschwunden. Und als er in ein grünes Rohr guckt, liegt da nur noch eine Rohrzange und kein Luigi mehr. Und Mario fragt so, Luigi. Und dann wird die Rohrzange eingesaugt und dann er gleich mit und wir sind plötzlich in einer bunten, volkartigen Welt gelandet. Ja, zumal dieses Ende der Röhre sieht ja auch so merkwürdig aus. Man denkt erstmal, das wäre hinten irgendwo zu Ende. Und dann wird man aber doch angezogen und wie in so ein Portal reingezogen. Ja, und das ist voll krass, Mann. Und Mario ist dort auch nicht schlecht. Doch, Luigi ist natürlich auch da drin und die halten sich erstmal an den Händen fest und Mario so, alles wird wieder gut. Luigi so, wie soll das denn wieder gut werden? Und er so, ich sag's, solange wir zusammen sind, wird das nicht passieren. Und dann passiert's, die beiden werden getrennt. Luigi landet in einer dunklen, nebligen, mit Lava bezogenen Welt. Und wo landet Mario? In einer Pilzwelt. Oh ja, genau. Da hat Luigi ein bisschen mehr Pech gehabt mit diesen dunklen Gegenden, ja. Ja, jedenfalls, Mario guckt sich staunend und trifft einen gewissen Toad. Gesprochen von Keegan-Michael Key. Und den kennt man tatsächlich aus sehr vielen Rollen. Zum Beispiel kennt man den als Murray von der Hotel Transylvania. Im Angry Birds-Film hat er den Richter Hackbranke gesprochen. Oder in Toy Story 4 den Charakter Ducky. Ah ja, siehst du, den Pilzmann, sagt er, glaube ich, ne? Oder Der Pilzkopf. kleine Pilzkopfmann. Pilzkopfmann, Ja, weil ihn so erschreckt, so, fass dir nicht an, sonst gehst du drauf. Und ich so, hätte guck, mich das auch ist ein. erschrocken. Ich hätte mich Oh auch erschrocken. Du bist ja, jetzt vor ein allem. kleiner blauer Pilz, ne? Ja, aber da hat er gesagt, so, oh, tut mir leid, der hier tut dir keiner was zu leide. Und mal so, oh, was ist das denn? Und er so, schön dich kennenzulernen, ich bin tot. Und im Deutschen gesprochen von Dirk Patrick. Den man vor allem die Zelda-Fans als Sprecher des sehr arroganten Orni-Recken-Rivali kennen müsste. Oh ja, sehr arrogant, Rivali, auf jeden Fall. Ja, ich mach gleich ein Brathähnchen aus diesem Orni-Vogel. Kann ich verstehen. Hast du Rivali, aber sehr gut gesprochen, wirklich. Also Dirk Patrick hat wirklich die Kunst, sowohl arrogante Charaktere als auch niedliche Charaktere sehr gut zu sprechen. Ja, vor allem, das switcht ja auch beim Toad so, ne? Manchmal total streng, dann wieder ganz lieb und die Wechsel kriegt er gut hin. Ja, auf jeden Fall denkt man, fragt du mal so, das ist kein Traum. Kommt dann von dort einer auf den Arm geschlagen, so, hat wehgetan, oder? So, und er so genervt, ja, das ist kein Traum. Ein bisschen gemein, ne? Ein bisschen grob durchgegriffen vom Toad. Zwicken hätte auch geholfen. Man muss Ich nicht finde unbedingt auch. überschlagen. Und das sieht ja da ganz fantastisch aus, ne? Ich liebe das. Auch mit den Ja, verschiedenen aber Gegnern, die Mario ist dann natürlich, kommen. ja, Oh. aber Mario ist natürlich nicht begeistert, dass der Ort Pilzkönigreich heißt also Pilze, ehrlich? Naja, Pilze sind wohl mein Schicksal. Und ich liebe es, wie Mario an einer Stelle Sag mal sagt.
Wie es sagt, es ist so geil. Ja, das stimmt. Oder wie er den einen begrüßt. Hallo, der über ihn Das ist rübersteigt. genau gleich danach. Und dann Mario erklärt natürlich Todd sofort, was doch los ist. So, eigentlich suche ich meinen Bruder. Er sieht aus wie ich, nur größer und dünner und grün. Und dann Sehr erzählt gut. Mario, wie es mal passiert ist. Und dann sagt Todd so, das ist gar nicht gut. Dein Bruder ist im Dunkelland gelandet. Die sind unter Bowsers Kontrolle. Mario ist so, Bowser? Und Todd beschreibt ihn so, er ist das fürchterlichste und niederträchtigste Wesen aller Zeiten. Und er meint so, dass sie die Prinzessin suchen müssen, denn die könne angeblich alles. Ja, und Mario dann auch, die Prinzessin, das ist ja eh so spannend für uns. Er wundert sich, wer ist Bowser? Er wundert sich, wer ist diese Prinzessin? Ja, das ist ja die Origin Story. Das Ganz auch bemerkt genau. ihr, das ist die Origin Story, also wie er alles angefangen hat. Und er startet natürlich schlecht, als er das Königreich aus der Weite sieht. Doch während Mario einen neuen Freund gefunden hat und auf dem Weg zum Schloss ist, ist Luigi in den Dunkelland gelandet, beziehungsweise Darklands im Englischen. Und ich finde den englischen Namen immer noch voll besser als die Ja, deutschen Namen. Darklands. Ja, und es mutet jetzt ja sehr viel Luigis Mansion an, muss ich Klar. sagen. Vor allem so diese Atmosphäre, auch ein bisschen die Musik und Luigi auch mit seiner Taschenlampe, die ganze Zeit hier rumleuchtet, weil so wie in Luigi's Mansion, fragt natürlich so, wo ist Mario? Und dann trifft er erstmal auf Fledermäuse, die er verschreckt mit seinem Licht und dann trifft er auf einen Knochentrocken, der ihn auch sofort verfolgt, doch er schafft es, ihn zu trennen und dann sagt er diesen genialen Spruch, You just got Luigi. Genau, und er ist total stolz, zu Recht, aber was macht der freche Knochentrocken? Klack, 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 klackert sich wieder zusammen. Ja, das können die leider. Und es bleibt nicht der Einzige. Es kommen haufenweise Millionen gefühlt. Also wir haben hier eine richtige Zombie-Apokalypse. Hilfe! Ja, die Szene ist auch ziemlich düster, aber das gefällt mir an dem Film sehr gut. Also gerade das auch, dass Bowser mächtig und böse dargestellt wird, dass die Darklands auch wirklich dunkel und böse dargestellt werden. Das finde ich gut, weil das soll es ja auch darstellen und man soll ja auch diesen krassen Kontrast zum Pilzkönigreich haben. Ja, jedenfalls, Luigi flüchtet dann in ein Schloss und ist erstmal von diesen Dingern angeblich sicher. Übrigens, interessant, in der Beta-Version habe ich nämlich was gefunden, und zwar, dass Luigi erstmal zwei Boos begegnet wären. Also, ich glaube, erstmal sollten Boos da sein, aber man hat sich jetzt für Knochentrocken entschieden. Ah, okay, aber finde ich eigentlich ganz gut, weil gerade diese Knochentrocken-Invasion gefällt mir sehr gut, wie die da Ja, ich glaube, mit langschlagern. Boos wäre es ehrlich gesagt nicht so geil gewesen, weil ich meine, die können auch dann schon durch die Wände gehen. Also da hätten wir definitiv noch mehr Probleme als mit Knochen drauf. Ja, aber leider erscheint da ja dann auch was im Hintergrund. Er ist doch nicht ganz sicher Ja, geblieben. Shy Guys. Er denkt erst also so, alles ist vorüber und dann kommen die Shy Guys mit ihren leeren, seelenlosen Augen und ich kann mir vorstellen, dass Charlie Day wirklich damals das ganze Studio zusammengeschrien hat, weil es ging fürchterlich. Ja, es ist halt auch sehr gut mit dem Schnitt und dem Licht immer gemacht bei dieser Szene. Vorher schon bei den Knochentrocken, dann auch bei den Shy Guys. Man sieht erst nichts, dann sieht man sie klack in einem kurzen Moment. Also das gefällt. Oh ja, ich glaube, die Szene hätte mir als ganz kleines Kind wirklich Angst gemacht. Die zeigen es mit ihren seelenlosen Augen. Ja, deshalb, ich sage ja, es ist schon spannend und düster gemacht. Natürlich noch kindgerecht. Aber ja, schon spannend auf jeden Fall. Ja, jedenfalls, während Luigi da Probleme hat, sind wir wieder bei Toad und Mario und Toad fährt. Führt ihn erstmal durch Toad Town und meint so, Hila Mario, die Prinzessin wohnt direkt dort oben auf den Hügel. Klar, da oben steht schließlich auch das Schloss. Und wie es so lustig gemacht ist, wie die Toad da so arbeiten, das ist einfach richtig gut gemacht. Aber ich habe auch in der Beta was auch ein paar anderes gefunden. Zum Beispiel gäbe es auch ein paar Angler-Toads gewesen, ja, Bauern-Toads mit den Kühen aus der Kumu-Strecke aus Mario Kart. Also es gäbe schon noch mehr. Hätte auch cool ausgesehen. Ja, die rackern sich ja richtig einen ab, ne? Die Münzen aus den Blöcken zu kriegen. Dann gibt es auch so einen süßen Antiquitätenstand. Den wollte ich mir auch noch mal näher angucken, was es da eigentlich für antiquarische Sachen gibt.
Und vor allem, es sagte sich auch, weil der eine Tod fragt so, funktioniert dieses Ding? Und er so, ja klar, du musst nur ordentlich reinblasen, was an die NES-Cartridges nach angelehnt ist, weil man erstmal auch in die reinpusten muss, damit die überhaupt funktionieren. Das stimmt, ja. Das ist auch eine gute Parallele. Ja, jedenfalls auch, wie die ganzen Toads da auch gucken, wenn Mario kommt, die Mario gucken so mit großen Augen so an, so, wow, was ist das denn? Ja, wie ein Alien sozusagen. Er sieht sich auch ein Stück größer als die und ich glaube, die haben noch nie einen Menschen gesehen. Ich glaube, die. Nee, wir reden erstmal später darüber. Jedenfalls, Mario und Toad gehen mit dem Aufzug hoch und Mario ist sehr erschreckt über die Plattformen und auch als er über so fliegende Steine läuft, denke ich so, wow, okay, die Steine schweben ja einfach so. Das ist mir so schade, dass man sagt so, dass man erklärt hat so von wegen so, das ist einfach so. Also nicht mehr hinterfragen, warum das überhaupt so ist. Ja, das stimmt. Und jetzt ist er ja dann sehr beeindruckt von dem Röhrensystem, ne? Ja, weil Todd so rein in die Röhre und ab geht die Post. Die einzige Art zu fliegen, Mann. Von Ja. der steht so vollen Röhren, das sind die Glasröhren aus 3D-World. Auch Pustekuchen, das soll sich da vorstellen, denn die ziehen nicht rein. Und deswegen sieht seine Röhre halt sehr holprig aus, dass er die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwo dagegen knallt. Ja, ich glaube auch, er freut sich erst und denkt, oh, sind die schön? Die sind ja auch schön. Aber dann wird er dann doch sehr lang entschmückt, so lang geschmiert auch, ne? Das ist eine der Szenen im Film, dass ich jedes Mal total traurig bin, dass die deutsche Synchro immer so faul ist. Weil ihnen, wenn du es hörst, die Geräusche, das sind nicht die Deutschsprecher, das sind die englischen Sprecher, weil die sind immer sehr voll im Deutschen und wenn es um sowas geht, nehmen die immer die originale englische Synchro dafür. Dabei macht das doch so viel aus. Die Sounds, die Geräusche, das gehört ja eigentlich auch Ja, zum vor Synchronisieren allem Chris dazu, ne? Pratt und Jan hat mal, die klingen sehr unterschiedlich. Ja, na, auf jeden Fall. Ja. Und Lena Habanik ist für mich wirklich ein deutlich besserer Mal. Also der hat verstanden, wie Mario funktioniert. Ja, viel besser hingekriegt, ja. Ja, jedenfalls nach einem holprigen Labyrinth-Röhrengewusel sind die beiden echt am Schloss angekommen. Und Problem, zwei Wachen versperren nämlich den Weg. Und die sind so lustig, weil die sich etwas blöd stellen und denken so, welche Prinzessin? Ich habe noch nie von einer Prinzessin gehört. Oh, warte, ich schon. Nur ist unsere Prinzessin in einem anderen Schloss. Ja, das kennen wir doch. Annehme mein Frühling an. Super Mario Brothers, thank you, Mario, but our princess is another castle. Vielen Dank Ganz auch, Lina. genau. Princess is in another castle. Da waren wir damals alle schon sehr begeistert, dass sie da nicht ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie gar nicht alles mitbekommen, weil ich hab nur für eine Szene eigentlich gewartet zu dem Zeitpunkt und war sehr am Zittern. Das glaube ich dir. Die Szene kommen wir natürlich auch noch später. Jedenfalls mein Tod so, okay, die machen sich über dich lustig und das gefällt mir nicht. Und dann sieht es aus, als würde sie erstmal angreifen, doch Pustekuchen, er kocht. Ja, er zückt die Pfanne, um ihn als Ablenkungsmanöver was Leckeres zu kredenzen. Ja, und was hören wir? Die schlimmere Musik aus Mario Odyssey, während er am Kochen da ist. Ja, richtig cool. Und dann schleicht sich Mario rein, ne? Manchmal, wenn die Wachen viel zu blöd sind und zu checken, so, dass es ein Ablenkungsmanöver und da Ganz bestimmt. einfach reinspaziere. Doch, Pustekuchen, das sind noch mehr Wachen. Und ganz ehrlich, was machen die denn da? Denn die stehen einfach nur und lachen halt eben. Da kann einfach jeder an ihnen vorbeischleichen. Ja, vor allem salutieren sie ja auch erst noch vor ihm und denken dann, nee, Moment mal, vor wem haben wir denn jetzt gerade salutiert? Jedenfalls muss Mario vor diesen Todwachen dann flüchten und ich denke, jedes Mal, wenn er ihn einfach nur die Streitaxt aus den Händen schlagen würde, dann wäre er eigentlich im Vorteil, weil er auch körperlich größer als die ist. Auf jeden Fall, aber er flitzt nur relativ kopflos. Ja, jedenfalls, weil sie ist nämlich in der Unterzahl und währenddessen sind wir im Thronsaal und ein Toad-General, der sehr aussieht wie Toadsworth. Gesprochen übrigens von Eric Bowser, man auch sehr gut, und Sehr von gut, Sven ja. Rieger, auch sehr gut. Ja, beide sehr gut, weil es auch schön tief ist. Und das macht ja dieses Altehrwürdige und diese bedeutende Rolle unter diesen von ihm Ich aus, ja. vermisse Toadsworth. Ja, ich auch, ja. Jedenfalls analysieren sie, okay, Bowser hat den Superstern und nimmt Kurs auf unser Königreich.
Und er wird uns vernichten, wo alle tot so geschockt sind und einer von Ohnmacht fällt und einer fragt so: Prinzessin, was sollen wir jetzt tun? Und jetzt kommt endlich Prinzessin Peach, gesprochen von Anya, Josephine, Mary, Taylor, Joy. Oder das Und hat heißt Anya, Anya Taylor Joy. Und aus dem Jahr, aus Jahrgang 1996 und nicht unbedingt Animationsgeschäft würdig. Weil die einzige Animationsrolle außer Peach, die mir einfällt, ist die Marla aus dem Playmobil-Film. Und der Film ist unbedingt gerade nicht beliebt. Sonst ist sie meistens so in so, glaube ich, so ein Dramastreif oder sowas mit dabei. ja, und im Deutschen ist es Dalia Mia Schmidt-Voss, ne? Genau, Dahlia Schmidt-Voss oder Dahlia Mia, wie sie auf Social Media heißt, ist doch das Bekannteste, was man für sie kennt. Sie ist auf TikTok sehr aktiv und sehr beliebt. Aber natürlich ist sie auch Synchronsprecherin. Zum Beispiel hat sie den Roboter Beemore aus Adventure Time gesprochen oder Dawn Batterman aus Croods als auf Anfang oder in der Webserie Krass Klassenfahrt und Villa der Liebe hat sie auch mitgespielt. Also sie kennt man auch. Ja, und vor allem kommt einem jetzt ja der Nachname bekannt vor, Schmidt-Voss. Sie ist also die Nichte von Gerrit Schmidt-Voss. Ja, Ne? das muss man auch sagen. Peach ist die Nichte von Luigi. Aber immer diese Vetternwirtschaften, die wir nämlich in der Filmgeschichte hören. Aber wir kommen auch später noch zu einer weiteren Vetternwirtschaft. Richtig, ja. Und jetzt haben wir hier ja eigentlich ein ähnliches Beispiel wie bei Mario mit den Synchronsprechern, wenn ich da richtig liege, oder wie du sie Ja, ich fandest. mag Anya Taylor-Joy's Peach gar nicht. Sie passt überhaupt nicht zu der süßen, lieblichen Stimme, die sie normalerweise hat. Also ich mag sie persönlich nicht. Nichts gegen Anya Taylor-Joy. Die mag zwar nicht so gerne Chris Pratt, aber trotzdem Peach unpassend. Und Dahlia Schmidt-Voss, die wahrscheinlich hochkritisierteste Stimme in Deutschland. Viele mögen sie nicht, eben weil sie so amateurhaft und schwach klingt. Aber ganz ehrlich, ich mag sie sehr gerne. Und dafür, dass sie so jung ist, gerade mal Jahrgang 2002, sie ist 2 Jahre älter gerade mal als ich. Und dafür hat sie es super gemacht. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Also ich finde, Anya Taylor-Joy macht das zu dunkel, zu streng. Das hört sich an wie eine ältere, strengere Frau. Die hätte meinetwegen Peachs Mutter, wenn es die gäbe oder so sprechen Ja, können. Oder oder eine von mir aus gerne auch altehrwürdige eine, Königin. Eine ja, Königin oder von vielleicht. mir aus gerne auch ein Charakter aus Twilight, die beste Ja, Freundin sowas von Bella Trägeres. Swan. Und Dahlia Schmidt-Voss macht das total schön. Lieblich, süß, passend. Total schön. Gerade eben deshalb so charmant, finde ich, weil sie das so spricht, wie sie es spricht. Klar doch. Und jedenfalls meint die so, wir müssen Bowser aufhalten. Und die Toad so, wie? Sieh uns doch an, wir sind super niedlich. Und sie meint so, ich werde die große Kong-Armee davon überzeugen, uns zu helfen. Und da fahren wir eine Kong-Armee. Und Pete ist sich sehr sicher, den König überzeugen zu können und macht sich nämlich auf den Weg ins Dschungelkönigreich. Doch, auf dem Weg begegnet ihr ein roter Klempner und ich weiß nicht, wie hast du dir die erste Begegnung zwischen Mario und Peach vorgestellt? Also ich habe mir schon Slow Motion vorgestellt. Natürlich, es musste sein. Er fällt ja und schreit sehr gezerrt, Prinzessin. Und man denkt erstmal, sie nimmt ihn nett bei der Hand, aber nicht ganz so freundlich. Nee, also sie guckt ihn erstmal so an und Slow Motion auch Prinzessin und dann packt sie ihn und schleudert mich ringsum über den Kopf auf den Boden. Autsch. Tolle erste Begegnung. Auch dann kommen dann die Todwachen und stürzen sich auf ihn. Und dann meint sie auch so, wartet, lasst ihn los. Und dann guckt sie ihn auch so an und denkt so, bist du? Nein, du bist ein Mensch. Er ist ein Mensch, weil du bist doch ein Mensch. Oder du bist nur so klein. Aber es muss echt für sie sein. Sie ist der einzige Mensch für viele, viele Jahre hier im Pilzkönigreich und dann kommt ein weiterer Mensch. Und das Das findet sie stimmt. natürlich interessant. Endlich mal einer, der so ist wie sie selber. Und ja, dann ist sie ist total von ihm begeistert und meint, aber er lässt sich auch die Geschichte hören, wie Mario hierher gekommen ist.
Und dann meinst du, ja, dann wird es noch eine Frage der Zeit sein, bis Bowser ihn kidnappt, aber du hast Glück, ich werde ihn aufhalten und mal so, dann nehme ich mit und sie auch schon wieder so. Der Kerl ist wahnsinnig, ein Psycho, er wird dich zum Frühstück verspeisen, er wird es wahrscheinlich nicht mehr bemerken, weil du wirklich, wirklich klein wirst. Schön noch klein reden. Na, vielen Dank, Süße. Das stimmt. Und dann sagt sie ja, naja, wollen wir mal sehen, was du drauf hast, ne? Ja, und mal so, war das ein Ja? Und sie so, nein, das war ein Mal sehen, was du drauf hast. Und dann gehen sie halt eben auf die Terrasse und dann kommt ein großer Fragezeichenblock aus der Erde und dann baut es sich auf zu einem Hindernisparcours und Peach meint auch so, wenn du es dadurch schaffst, nehme ich dich mit. Und dann, wie sie halt eben selber vorführt, das ist einfach der Wahnsinn. Da merkt man aber nochmal, was hat sie nochmal für eine immense Kraft wirklich. Ist nicht das erste Mal, dass sie was sowas zeigt, aber ist jedes Mal aufs Neue beeindruckend wirklich, was sie eigentlich da zeigt. Ja, das war so die erste Szene, bei der mir die Tränen kamen, weil mich das irgendwie sehr berührt hat. Das Lied dazu, dann wie Peach den Parcours macht, so auch so viel, ne, Frauenpower und so. Und sie macht das so elegant und stark und cool und mutig und ist einfach so perfekt. Und man Ja, spielt ja auch selber so gern die Spiele. Ich spiele ja auch selber sehr gerne mit Peach. Ja, und das kommt da so alles zusammen in der Szene. Die hat mich sehr gerührt. Das war die erste Szene, die mich sehr berührt hat in dem Film. also ich fand sie auch immer noch so cool. So ganz ehrlich, da habe ich gedacht, so, okay, so recht findest du sie so cool. Jedenfalls hast du es natürlich mit Mühe, mit kleiner Mühe durch. Und Miles auch schon von ihr begeistert und er fragt so, warte, wie soll ich denn das anstellen? Und sie so, mit den Power-Ups. Und dann gibt sie Miles und tada, ein Pilz. Ja, Er ist vielen sehr Dank auch, begeistert. Prinzessin. Und er sagt so, er ziert sich, aber die Prinzessin lässt da nicht so lange mit sich Ja, zappeln. stopp es ihm aus Ungeduld wirklich in den Mund und was sehr ungewöhnlich ist, denn normalerweise, wenn man einen Superpilz in den Spielen kriegt, denn normalerweise ist Mario immer sehr klein und dann wächst er auf die, sagen wir mal, seine normale Größe. Aber hier ist es anders, denn wenn er den isst, dann ist er auf einmal fast so groß wie Peach. Ja, genau, wenn nicht sogar fast schon größer, also riesig. Aber es ist ganz lustig gemacht, diese, ne, Entwicklung von klein zu groß. Ja, erstmal sind es die Hände, dann sind es die Füße, die Beine und dann wird das eben wirklich größer. Ja, richtig cool. Dann denkt er natürlich erstmal, ach, jetzt schaffe ich das ja natürlich mühelos und legt Ja, los. doch, er achtet nicht, wo er hinspringt und gefällt. Aber dann sagt sie auch so, oh ja, wenn du getroffen wirst, ist alles wieder futsch. Dann denke ich so, das hättest du auch früher sagen können. Dann hätte er halt eben nicht so waghalsig springen müssen. Ja, ganz genau, aber sie will ihn anscheinend erstmal die Erfahrung machen lassen. Ja, dann denkt sie so, wenn er halt eben schon so angibt, dann soll es auch beweisen. Richtig, ja. Und dann geht's los. Mario Yes! versucht ihn einmal, zweimal. Mit dem Song von Bonnie Taylor, Holding Out for a Hero. Und ganz ehrlich, ich liebe diesen Song, aber die beste Performance dieses Songs ist immer meiner Meinung nach immer noch in Shrek 2 von der Sprecherin der guten Fee. Ja, super toll. Da erinnere ich mich auch noch dran. Oh ja, das war so epic damals. Aber natürlich, hier natürlich ist es auch mir gut gelungen und wie Mario immer fällt und einfach nicht aufgeben will und Peach auch schon am Einschlafen ist und Mario hat eben immer noch es weiter versucht, dann sieht das beim letzten Try auch so aus, als würde er es endlich schaffen und dann ist er kurz davor, Peach so, ja, du schaffst es und er so, ja, beeindruckt schon und dann Bäm, er wird gefressen. Aber sagt mal, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare. Hättet ihr halt eben genauso lange durchgehalten wie Mario oder hättet ihr schneller aufgegeben? Also, ich glaube, ich hätte schneller aufgegeben. Oh ja, ich auf jeden Fall. Und was wir ja auch schon mal besprochen hatten, wie legendär die Gesichtsausdrücke sind, ne? Peach so, oh, ist er toll. Und er, yeah, guck, was ich kann. Kurz darauf wird er gefressen. Oder Ich weiß nicht, das ist einfach zu lustig, aber auch ein bisschen so, wir schrauben an der Beziehung der beiden, ja, denn bisschen in der nächsten, angebahnt schon, ja.
In der nächsten Szene sitzen die beiden nämlich da und Pete meint so, wir haben noch eine lange Reise vor uns, Schnurrbart. Er so, ich hab's aber nicht geschafft. Und sie so, ja, was? Niemand schafft es sofort. Wenn man aber nicht Pete heißt, denn er fragt sie natürlich, wie lange sie braucht. Und sie so, oh, sehr lange. Ich war überhaupt nicht gut. Schlechter als du. Und er so, du hast es sofort geschafft, oder? Und vor allem so, sie versucht ihn zu trösten und meint, und manchmal, als sie fragt so, wo sind jetzt denn? Und er so, ein klein bisschen, ja. Das hat eh eine süße Szene, vor allem natürlich die beiden sitzen zusammen beim Sonnenuntergang alleine. Also, es ist auf jeden Fall schon Romantiko und Romantik liegt in der Luft, würde ich auch sagen. Ja, also knistert es schon da so zwischen den beiden. Aber wir kommen von unseren Lieblingspärchen, Anführungsstrichen, zu Bowser, denn der feiert erstmal eine ordentliche Fete. So voll natürlich, weil sie den Stern geschnappt haben und hält auch seine Rede und kündigt doch erstmal an. Meine Armee, Koopas, Goombas und was immer auch die da sind. Ja, genau. Ich muss ja sagen, diese Metal-Szene, die habe ich auch so abgefeiert, weil das so passt. Das passt so zu Bowser. Die Musik, diese ganze Atmosphäre da, ne? Ja, und dann natürlich tut er den armen kleinen Stachis da sehr unrecht. Die sind auch ganz traurig, glaube ich. Ja, Musik, Bowser's Fury und ich glaube, die Band ist, glaube ich, an Jack Blacks alte Band angelehnt. Also, die sehen auch so ein bisschen wie Kiss, aber auch, glaube ich, ein bisschen eine Anspielung auf Jack Blacks eigene Band, weil er war auch mal in einer Rock'n'Roll-Band drin. Und ich glaube, das Ding ist nur, dass sie so genannt werden, weil, wenn man nun mal kein Mario-Fan ist, ich glaube, dann kennt man die Koopas und die Goombas. Und ich glaube, du würdest nicht auf Stachis kommen. Ich glaube, das würde man eher nicht tun. Und jedenfalls, aber trotzdem ist es sehr gemein. Jedenfalls, Bowser hält die größte Ansprache und dann kommt er erstmal zum Punkt. Und nach jahrelanger Erzfeindschaft werde ich ihre Prinzessin bitten, bei ihr einer Märchenhochzeit meine Frau zu werden. Und er ist so, yeah! Und dann, Ja, was hat er da gerade gesagt? hat er gerade Prinzessin heiraten gesagt? Sie hasst dich doch, oder? Dann liebe ich sie noch mehr. Allein der Satz, ne? Und weil sie mich so hasst, liebe ich sie noch mehr. Ist auch bezeichnend für diese merkwürdige Einstellung Peach gegenüber. Ja, sehr merkwürdig, so ganz ehrlich, was ist denn mit ihm los? Wenn eine Frau sagt, ich hasse dich, dann wirst du sie doch mehr lieben. Ja, es stachelt ihn fast noch mehr an, ja. Ich glaube, sie könnte alles machen. Er liebt sie einfach immer. Keine Ahnung. Jedenfalls auch, dass Bowser in Peach verknallt ist, das wissen wir schon seit, glaube ich, frühestens Paper Mario 1, denn da gibt es ja ein Tagebuch von Bowser, wo auch drin steht, heute habe ich wieder Peach entführt. Ich hoffe, sie mag mich. Und dann gab es doch in Paper Mario 2, wo Bowser ja überhaupt nicht begeistert war, dass Peach von jemand anderen außer ihm entführt wurde. Und dann gab es auch in Super Paper Mario ja die Hochzeit zwischen ihm und Peach von Graf Kniekwitz, wo er auch gemeint hat, so, ich check's da nicht, was hier abgeht, aber entspann dich doch, wir wollen einfach heiraten, einfach alles gut aus. Und vor allem am offensichtlichsten natürlich im Paper Mario, in Super Mario Odyssey, natürlich mit der Zwangshochzeit. Ja, das stimmt. Deshalb, ich kann in manchen Punkten immer mal so ein bisschen Mitleid für Bowser empfinden, aber es hält sich dann in Grenzen, ne? Peach will nicht, er hat fürchterliche Methoden, er ist böse. Ja, dann Man soll hält sich das einfach Mitleid in Grenzen. nicht von seiner lustigen Art und der charmanten Jack Black-Stimme einfach nicht getäuscht werden. Der Typ ist böse. Ja. Jedenfalls fragt es auch einer so, und oh, was ist, wenn sie Nein sagt? Und er verbrennt ihn einfach beim lebendigen Leibe. Armer Ja, und dann Papa. sehen wir, so entstehen Knochen trocken. Das war die Extra-Vorführung. Ja, vielen Dank. Also die Knochenbrocken, das sind alles Särge von Bowser gewesen, die Bowser immer niedergebrannt hat. Ja, Kein vielen Wunder, Dank dass sie in den Darklands nicht so gut drauf sind. auch. Jedenfalls hat er gesagt, dann benutze ich die Power des Supersterns und zerstöre das Pilzkönigreich. Wo er natürlich wieder so, yeah, mir ist der Zerstörer des Pilzkönigreichs. Juhu. Stimmt, und dann schwenkt sie ja auch, glaube ich, wieder so zurück zu den Darklands, ne? Ja, wir sind jetzt bei Luigi, der von den Shy Guys gekidnappt wurde. Und da tut er mir echt mega leid. Und dann erinnert er sich an ein Ereignis aus seiner Kindheit. Denn er hat nämlich als Baby gespielt
wurde von einem anderen Kind geärgert und dann hat Mario sich für ihn eingesetzt. Also ganz ehrlich, diese Szene ist einfach nur mega süß. Allein schon, weil die beiden als Babys einfach mega cute sind. Oh ja, auf jeden Fall. Da kommt auch ein bisschen zusammen, wie ich Mario vor dem Film gesehen habe und wie nach dem Film. Ich muss sagen, dass ich ein großer Luigi-Fan bin, deshalb Mario immer so ein bisschen überheblich fand, eingebildet, sehr von sich überzeugt, ein bisschen angeberisch. Und da muss ich sagen, in dem Film hat er doch mehr Tiefe bekommen. Man hat sehr gesehen, was er für ein toller großer Bruder ist, wie er sich einsetzt, wie er mutig ist, hilfsbereit. Ja, und er hat bei mir sehr, sehr viele Sympathiepunkte dazu bekommen, muss ich sagen. Er hat Ja. Luigi noch nicht übertroffen, aber ich finde ihn jetzt sehr viel sympathischer als vorher, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich war schon Anfang an mehr Team Mario, aber auch mehr so Pluspunkte für ihn gewonnen. Chris Pratt hat auch in der Kelly Clarkson Show auch gemeint, dass es die schwerste Herausforderung war, eine Stimmennummer zu haben, die charakterlich ist, weil Mario hat nun mal keinen festen Charakter zu der Zeit nun mal gehabt, bevor der Film rauskam und deswegen musste auch mal ein bisschen mehr der Horizont erweitert werden. Und jedenfalls, wenn du schon von deinem Lieblingscharakter sprichst, mit dem ist nämlich Mario gerade auf Reisen, denn ich bin ein großer Fan von Prinzessin Peach. Und was ich besonders gut an ihr finde, an ihren Haaren, denn normalerweise hat sie dieses sehr gelbliche Blick in ihren Haaren. Und das gefällt mir nun mal, dass es sie nicht ist. Sie hat mehr so ein Honigblond und das gefällt mir sehr gut. Finde ich auch sehr hübsch. Also die Haare sehen ja eh so toll aus. Auch mit diesem herzförmigen, was ja auch Bowser erwähnt. Sie sieht einfach ganz zauberhaft aus. Überhaupt der ganze Charakter, die Mimik von ihr, finde ich unheimlich niedlich in dem Film. Ja, jedenfalls meint sie so, sie alle zehn auf uns, aber kein Druck, denn das ganze Pilzkönigreich ist hier und dann kündigt Peach so richtig an, wir werden jetzt ins Dschungelkönigreich gehen und wir werden dann Bowser mit aufhalten und dann fährt eine Toad so, wer ist der da? Und sie so, er ist nicht wichtig. Und auch eine sehr wichtige Szene, kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Es wird ja nicht gesagt, wer da mit ihr unterwegs ist, ne? Genau, und ich glaube, in der Szene hat sie das nur gesagt, weil erstens kriegt es der Triggern, und aber der eigentliche Grund, glaube ich, dafür ist, sie weiß es selber nicht. Und zweitens, damit keiner mehr dumme Fragen stellt, sagt sie aber sowas. Richtig, ja. Und dann geht's in die Röhre und dann kommt bald ein sehr mutiger kleiner Mann auf sie zu. Ja, es ist nämlich Toad, der auch ihn sofort anspricht, so, hey Mario, und sie so, du kennst das Kerlchen? Und er so, wir sind beste Freunde, und er so, sind wir das? Ich würde eher Richtig. sagen, nein, flüchtige Bekannte trifft es mehr, denn er kündigt so an, so, keine Sorge, ich werde dich beschützen, und Peach ist davon beeindruckt, weil sie weiß, die Toads sind sehr ängstlich, und dann ist der sehr mutig. Also lässt sie es einfach so, dass er mitkommt und die drei reisen gemeinsam durch die verschiedensten Welten. Durch Bob-Bobs Bobbenberg aus Mario 64, einer Chip-Chip-Brücke, der Wüste aus Mario Odyssey, Yoshi's Island und keine Ahnung, was das für eine Umgebung sein soll. Aber in der einen Szene hat mir Mario mega leid getan, weil ich meine, die klettern darauf, Toad wird von Peach hochgezogen und Mario muss alleine klettern. Was für Das ein stimmt. Service. Wird von einem Cheep-Cheep geknutscht auf der Brücke und dann wird ihm noch nicht mal geholfen. Der klebt sich mehr in sein Gesicht an. Aber mir fällt auf, im Trailer war diese Szene mehr, dann hat er auch gemeint, so, oh, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Ach ja, wie witzig. Siehst du, so ist sie eigentlich nur so zwischendurch ganz flüchtig, ne? Ja klar, im Trailer wurde sie mehr gehangen, wo Peach halt eben an ihn zieht und dann landet der Toads Gesicht. Jedenfalls sehen die beiden alle drei nämlich dann oben und Peach meint so, ich lasse nicht zu, dass das irgendjemand ist wird. Und wir schwingen dann wieder zurück auf Bowser, denn er spielt Klavier und kommt mit seinem berühmten Song Peaches. Wenn es eine Sache geht, gibt in dem Film, den jeder kennt, egal ob gesehen oder nicht, es ist der Song Peaches. Oh, und ich Ja, liebe ihn. gesungen Ja. von Jack Black und in Deutschland von Daniel Welbert. Ich frage mich jedes Mal immer wieder, im Englischen singen die Synchronsprecher immer selber. Warum muss man in Deutschland immer extra Wurst machen und immer andere holen? Verstehe ich auch nicht. Und ich muss halt schon da jetzt an der Stelle sagen, da liebe ich die Version von Jack Black.
die höre ich privat sogar oft. Daniel Welbert macht es nicht schlecht, aber ich höre es mir auf Deutsch bei weitem nicht so gerne an wie auf Englisch. Ich auch nicht. Ich höre mir nur die deutsche Version an, wenn ich nochmal den Film auf Deutsch sehe. Sonst immer Jack Black. Und Jack Black ist ein großartiger Sänger, weil zum Beispiel, und zwar neulich in Kung Fu Panda 4, als er ein Cover von Britney Spears Baby One More Time gemacht hat. Das war großartig. Ja, habe ich auch tatsächlich gehört. Richtig, richtig cool. Ganz ehrlich, ich glaube, Britney würde da sehr erblassen, denn das ist viel zu geil. Ja, ich glaube, ihr wird es auch gefallen. Wahrscheinlich hat sie es auch gehört, denke ich. Ja, jedenfalls, Bowser ist sehr drin, doch Kame kommt, taucht auf und unterbricht ihn, denn er hat eine wichtige Neuigkeit. Ein schnauzbärtiger Mensch ist im Pilzkönigreich aufgetaucht, wo Bowser erstmal sehr sauer ist und Kame meint so, die Prinzessin hat ihn ausgebildet, sie hacken ihm was aus, Sire. Und dann spielen sie auf dem Klavier die Untergrundmusik aus Mario Bros. 1 drauf und Bowser auch so, dieser Mensch, woher kommt er denn? Wir sind nicht sicher. Und er so, hat die Prinzessin ihn gern? Und Kamek meint so, oh, Sire, jetzt blick doch mal in den Spiegel. Es besteht kein Grund zur Sorge. Er so, das weiß ich, mache ich auch nicht. Und dann haut er ihm die Klavierplatte auf die Hand. Ja. Und Bowser ist sehr, sehr eifersüchtig. Und das wird ein Drama, das sich über den ganzen Film sieht. Mein Bowser Mario hört, dann ist er sehr eifersüchtig. Jedenfalls fragt Kamek auch so, darf ich den Deckel hier mal so noch nicht? Schmerz ist der Best, ist die beste Lehre. Oh ja, die hat ja auch bald jemand anderes noch Schmerzen aufgrund von Bowser. Haben ja mehrere im Film. Ja, sehr viele. Ich meine, was ist Bowser bitte schon für ein Tyrann? Ja, das ist er auf jeden Fall. Da kommt das Böse dann immer durch, ja. Ja, jedenfalls sind wir dann auf den Feuerblumenfeldern und Mario ist noch ein bisschen traurig, denn er muss an Luigi denken und Peach auch so, merkt es auch schnell und sie nennen sich die Feuerblume und sie sieht sehr groß damit aus und Mario denkt auch so, du scheinst irgendwie nicht von hier zu kommen und sie so, ich weiß nicht, wo ich herkomme und dann erzählt sie ihre Origin Story und ganz ehrlich, Baby Mario und Luigi waren noch schon süß, aber sie ist ja noch viel süßer. Ja, sie ist obersüß mit ihrem Schnulli, wie sie den dann dem Toad in den Mund stopft. Sie ist ja sehr süß, ja. Klar, wie sie erzählt nochmal, dass sie selber als kleines Baby nun mal aus der Höhle gekommen ist, die Toads sie aufgenommen haben, sie großgezogen haben und als sie soweit war, sie ihre Prinzessin gemacht haben. Übrigens, in der Beta habe ich auch was Interessantes gefunden. Und zwar, als sie ankam, ursprünglich hatte sie ein Märchenbuch in der Hand, auf dem ein Schloss auf einem Hügel war, das sehr aussieht wie das Schloss von Prinzessin Peach. Oh, wie spannend, siehst du? Ja. Ja, jedenfalls, das war eine süße Szene. Und ganz ehrlich, Baby Peach ist einfach nur wirklich zum Hinreißen niedlich. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, egal ob als Baby oder als erwachsene Frau, Peach ist immer süß. Ja, sie ist bezaubernd. Kein Wunder, dass die Toads sie so lieb aufgenommen haben. Und die Toads lieben schließlich ihre Prinzessin und die Prinzessin liebt ihre Toads. Jedenfalls meint Mario so, vielleicht kommst du ja aus meiner Welt, was ich auch sehr begrüßen würde, schließlich ist sie ein Mensch. Und dann kommt einfach die Szene, die ich einfach auch so süß finde, denn beide drehen sich sehr auffällig weg und gucken einfach nur an und Toad spielt Flöte. Also ganz ehrlich, das ist eine süße Szene, wo man merkt so, okay, die kommen sich langsam echt näher. Ja, super süß. Und danach ist es aber, glaube ich, jetzt weniger süß, wenn ich mich richtig erinnere. Dann genau, nämlich überhaupt nicht süß, denn Luigi ist jetzt bei Bowser und der Sniffles, der sagt, wir haben ihn im Dunkelland gefunden, der klingt vor allem im Englischen so creepy. Das finde ich auch richtig böse. Erschrickt man sich, kriege ich noch mit Angst hier. Ja, jedenfalls kommt, dann merkt man, dann sagt er so, wir haben ihn im Dunkelland gefunden und Bowser so, guckt auf ihn so und wie so, jetzt sag ich so, ja, noch ein schnauzbärtiger Mensch, juhu. Und dann habe ich ihn mit seiner Magie gefangen und Bowser ist erstmal ein bisschen so der freundlich gestellte so, wie ist dein Name? Und so, du kennst mich vielleicht nicht, aber ich heirate bald eine Prinzessin und beherrsche dann die Welt.
Der Auch ein Arme. bisschen leichter Druck, von wegen so. Es gibt aber nur ein Problem, Luigi. Ein Mensch ist mit meiner Verlobten unterwegs. Verlobte. Du hast sie nicht mal gefragt und sie ist schon Verlobte. Ja, da ist der Wunsch, der Gedanke, ne? Ja, jedenfalls. Er sagt so, trägt einen Schnurrbart, genauso wie du. Kennst du ihn, Luigi? Natürlich denkt, tut so, als er da gar nichts wissen. Und dann zieht er ihm am Schnurrbart erstmal ein Haar aus. Und dann packt er ihn so richtig am Schnurrbart und sagt, kennst du ihn? Und Luigi so, ja, stopp, stopp, stopp. Ja, ich kenne ihn, ja, er ist mein Bruder Mario und er ist der beste Kerl der Welt. Wie süß! Er sagt, dass sein Bruder der beste Kerl der Welt ist. Er macht seinem Bruder Komplimente und er ist nicht mal da. Ja, so lieb. Er ist einfach unheimlich loyal und lieb, der Ja. Luigi. Und auch so halten Prinzessinnen ihn für attraktiv und Luigi so, wenn sie Geschmack haben, auf jeden Fall. Natürlich. Und dann zieht er ihn noch mehr ab und dann sperrt Bowser Luigi weg. Und dann treffen wir auf den heimlichen Star des Films, Lumali, gesprochen von Juliet Jelinek. Moment mal, kennen wir diesen Namen nicht, Jelinek? Ja, es ist die Tochter von Michael Jelinek, einer der Directors des Films ist. Und Juliet Jelinek, rate mal, wie alt sie ist. Ganz klein, aber sie spricht Lumali ganz zauberhaft. Ja, Jahrgang 2014. Die ist 10 Jahre jünger als ich. Hätte ich doch auch nur mit so 8, 9 Jahren schon eine Rolle bekommen. Das wäre geil, aber nö. Ich habe die Und dann nur mitgenommen. was für eine Rolle und was Lumali da nicht alles erzählt, ist ja sehr speziell. Ja, sie haben schon schnell gemerkt, Juliet hat wahrscheinlich nicht alles verstanden, was der Luma eigentlich gesagt hat. Gesprochen im Deutschen von Luisa Kampf. Und rate mal, wie viele Rollen hat diese Synchronsprecherin in ihrer Kartei stehen? Sehr wenige, oder? Soll ich das sagen? Keine? 2 Stück. Zwei. Oha, sehr Nämlich wenige. Lumali war ihre erste und dann hat sie noch später im Film Raus aus dem Teich von Illumination den Charakter Gwen gesprochen. Aber sonst kennt man sie wirklich gar nicht. Ja, genau, deshalb ich meinte, vor dem Film, ich glaube, es war ihre erste Sprechrolle, oder? Genau, Sozusagen. also mehr finde ich Wahnsinn. jeweils nicht für ihr. Und Lumali wieder so raus geht so zu Hause. Und der Pinguinkönig so, schenkt ihm keine Beachtung. Er ist niedlich, aber auch richtig gaga. Also wie sein Vogel ist. Und er so, und ich so, oh, wie lange seid ihr schon hier? Und er so, Zeit, wie Hoffnung ist eine Illusion. Und raubt einfach jedem letzten Nerv, weil er auch schon sagt, es gibt kein Entkommen. Die einzige Hoffnung ist die süße Erlöse im Tode. Oh, Hilfe. Nach Hilfe, diesem. Hilfe. Wir wollten die sich nicht da rein. Aber während Luigi erstmal ein bisschen da verbringen muss, sind wir bei unserem Trio angekommen, die jetzt im Dschungelkönigreich angekommen sind. Ja, und Und jetzt kommt ja eine richtig coole Szene. Ich liebe diesen ganzen Start im Dschungel allein schon. ja, allein schon. Erstmal klopft an der Tür, dann kommt ein blonder Gorilla raus und dann, wo Mario und Toad so schreien müssen, da denke ich so, danke Toad, von wegen furchtlos. Und Peach so, erstmal entspannt, wir wünschen eine Audienz beim König und sie so ihn auch ganz fies anstarrt. Und dann müssen sie auch, dann springen sie auf seinen Vater drauf und dann kommt Ahas Tegoni. So, so cool, ja. Passt einfach so perfekt zu dieser coolen Szene, wie sie dann durch den Dschungel sausen. Generell muss man sagen, der Soundtrack des Films passt einfach sehr gut wie die Faust aufs Auge. Also da wurden echt richtig gute Soundtracks gewählt, wie sie durchs Dschungelkönigreich fahren. Und das ist einfach so toll gemacht mit den Tropenhäusern, alles schön tropisch. Doch dann treffen sie auf den König Cranky Kong. Gesprochen übrigens von Fred Armisen und im Deutschen von Bernhard Völker. Ja. Ja, also Bernhard Völker, nichts gegen ihn, aber ich finde irgendwie, der klingt so komisch als Cranky. Also kennst du diese schlechte Donkey Kong-Serie, die so schrecklich animiert ist? Ja, die kenne ich. Der Sprecher von Cranky hätte sehr gut gepasst. Das hätte hier für den Film auch besser so gepasst.
Ja, und aber Fred Armisen ist da nicht viel besser als Bernhard Felder, also unbedingt nicht. Nee, ich finde auch nicht, dass es so gut passt. Da hätte man was Älteres, Besseres finden können. Genau, also Punkt Deutsch oder Englisch will ich tatsächlich Deutsch auch wieder geben zu Bernhard Felger. Ja, ich auch. Finde ich auch noch mal ein Stück besser. Weil es ein bisschen auch passt, dass er diesen abgedrehteren Charakter ausspricht. Jedenfalls Peach bittet ihn ganz höflich um die Armee. P Cranky verweigert es ihr. Doch Marius ist der ganz taffe. Und man merkt schon, Tod will umkehren und Peach will ihm so erklären, so, wenn das Pilzkönigreich untergeht, ist das Dschungelkönigreich das nächste. Denk mal darüber nach. Doch er lacht ihn erstmal so aus, so, wer ist dieser Kerl? Oh, der bringt mich echt zum Lachen. Und er so, wenn du meine Armee unbedingt willst, dann besiege meinen Sohn im Ring der Kongs. Doch Peach zerrt ihn erstmal zur Seite, so, das ist eine richtig dumme Idee. Und er so, hast du eine bessere, meinen Bruder zu finden? Und dann sagt Mario so von wegen so, wir Sir haben ein Deal, ich werde gegen ihren Sohn kämpfen und gewinnen. Und Peach so die ganze Zeit, wie gesagt, halt doch die Klappe, du weißt doch überhaupt nicht, was du sagst. Und Tod also so, alles ist nicht so ernst, da mache ich es auch mit. Ja, aber da sieht man wieder, wie mutig Mario ist und dass er alles für seinen Bruder machen würde. Na, auch in einem Ring steigen. Jedenfalls, er wird gerade nicht vom Publikum gut begrüßt. Cranky schon am Cocktail schlürfen. Peach so, bitte, bitte überlebe es. Und Toad auch ganz zappelig auf den Beinen. Und dann kommt er, der Prinz des Dschungelkönigreichs, Donkey Kong. Ja, DK, ich liebe seine Rolle in dem Film. So, Ja. so cool. Und er kommt passenderweise mit dem DK-Rap aus Donkey Kong 64. Schande übrigens, dass Grant Kirkhope, der Erfinder des Donkey Kong Raps, nicht in den Credits erwähnt wird. Was für eine Schande! Oh, das hätte unbedingt sein müssen, Ja, ja. gesprochen übrigens von Seth Aaron Rogen. Genau, und einem Marios Gavrilis, ne? Im Genau, Deutschen. im Deutschen. Seth Rogen, sehr bekannter Synchronsprecher zum Beispiel, spricht er in Kung Fu Panda Mantis, im Film Monster vs. Aliens Bob oder im König der Löwen Remake war er Pumba. Und es gibt so eine Szene im Film Chip und Chap, die Ritter des Rechts, wo Seth Rogen auf Seth Rogen auf Seth Rogen auf Seth Rogen trifft. Und das ist so lustig, weil Seth Rogen ist für eine Sache bekannt, seine schrille Lache. Und da wird die hier vervierfacht und das klingt echt creepy. Aber es passt so gut zu Donkey Kong, finde ich. Also ich bin persönlich Seth Rogen nur okay. Ja, ich freue mich zwar nicht unbedingt, aber ich will auch nicht sagen, dass es eine Katastrophe ist. Er ist einfach okay. Gut, und wie findest du Marios, Gavrilis? Der finde ich sogar noch viel besser. Kennt man hauptsächlich aus Spider-Man 2, glaube ich, als die Stimme von Venom. Ja, ich würde ihn auch noch mal stärker einschätzen. Also man muss sehen, dass uns doch der deutsche Cast, jetzt haben wir ja schon viele Synchronsprecher thematisiert, oft gut und teils sogar besser gefallen haben. Ne? Jetzt Jack Black ausgenommen. Ja, also Jack Black, der ist ein bisschen besser als Tobias Meister, aber trotzdem hat Tobias Meister auch eine gute Performance hingelegt. Ja, das Jedenfalls, Dieke ist ganz schön am Ankeben von dem Publikum, wo auch Mario denkt so, was geht hier eigentlich, was ist los? Und er so, Huhu, Dad. Und Frankie so, ach, hörst du das tut nichts. Und er so, lass doch mal dieses Affentheater sein. Im Englischen finde ich es tatsächlich besser, weil er sagt, enough with the showboarding, weil er macht das genau das. Ja, er macht total die Show. Er führt da halbwegs ein Tänzchen auf und so, aber es ist so lustig, wie er da rumpost und so auf den Macker macht. Ja, jedenfalls so, aber sag so, warum denn? Die Witz doch klasse. Aber dann sagt Cranky so, entspannt euch doch mal endlich. Aber dann ruft noch einer rein, das ist nämlich Diddy Kong. Gesprochen übrigens von Patrick Bär. Und wer aufgepasst hat, Patrick Bär war auch schließlich für das Dialogbuch verantwortlich. Also der hat sich auch mit einer kleinen Rolle hier auch verewigt. Sehr cool. Wie schön. Sehr Ja, süß. und natürlich anspielen, Diddy Kong ist natürlich der beste Freund von Donkey Kong. Zusammen mit Dixie Kong und Chunky Kong ist er auch hier dabei im Publikum. Jedenfalls, jetzt kommt es zum ersten Sache, denn Mario ist sehr schwach und wird von Donkey Kong erstmal wie eine Fliege weggeklatscht.
Oh ja. Überhaupt setzte ihm sehr übel zu in dieser ganzen ersten Zeit. Klar, weil erst dann sieht Mario einen Block, will auch zu dem kommen und dann holt er einen Pilz raus und isst ihn. Doch Pustekuchen, das war kein roter Pilz, das war ein blauer Pilz und der macht ihn nämlich nicht groß, sondern klein. Ich habe bis vom Film nicht mehr gewusst, dass dieser blaue Pilz überhaupt existiert. Ich dachte so, was? Ja, man vergisst ihn. Ich hatte ihn noch so ein bisschen in Erinnerung, aber er kommt ja wirklich selten vor. Ich glaube, so ein New Super Mario Bros. U, glaube ich, kriegt man durch den nur durch eine Geschenkbox. Ja, also richtig selten. Das stimmt. Deshalb ist es aber cool, dass er da so eine wichtige Rolle im Film bekommen hat. Ja, auch noch mal später. Jedenfalls, mein Cranky auch sonst zu Pilze, da hat jemand wohl vom falschen Pilz genascht. Und Donkey Kong auch so mit seinem Finger einfach nur Schnatz. Weg mit ihm. Und dann versucht Marion eben an ein weiteres Pop zu kommen und füllt dann eine Feuerblume, die Deke dann auspustet. Wie gemein. Sehr gemein, ja. Ja, jedenfalls versucht Mario dann ihn zu bekloppen, doch Mario kriegt nochmal eins auf den Deckel und das nochmal und Donkey Kong kommt schon so, hast du genug? Mario so, noch lange nicht. Und dann kriegt er ja noch ein spannendes Power-Up. Ja, denn er wird nach oben geschleudert und Peach will ihn so aufmerksam machen, so der Block übrigens sehr lustig, sie so, Mario, und er so, it's a me. Richtig lustig, und dann bekommt er die Katzenglocke aus Mario 3D World. Und er ist erstmal nicht begeistert, dann Ja, aber doch. so, was, ich bin eine Katze? Und er ist auch so, haha, das ist der Katzenblock. Doch, da merke ich so, oh, ich bin eine Katze. Und Katzen sind natürlich viel schneller, normal, gewendiger. Auch, glaube ich, eine kleine Matrix-Anlehnung, wie er so Slow Motion zurücklehnt. Ich glaube, es ist ein bisschen mit Matrix verbunden. Weil es gibt dann diese selben Katzen-Szenen nochmal aus Matrix. Und er hat keinen. Ja, und das ist jetzt schlecht für DK. Ja, denn er versucht ihn weiter anzuräumen, doch Mario ist viel schneller auf einmal, kratzt ihn natürlich, wirft die Fässer gegen ihn und dann sieht es auf einmal, er hat das Blatt umgewendet, jetzt ist auch er auf einmal im Vorteil und dann hat er Donkey Kong rechtmäßig besiegt und sie dürfen die Kong-Armee haben, wo Peach auch wirklich so ganz stolz auf ihn ist und Toad so schreit so, ja, das ist mein bester Freund. Das unbedingt nicht, aber okay. Das stimmt. Und sie sagt auch dann bald schon diesen sehr wichtigen Satz zu ihm, ne? Du Ja. weißt nicht, wann du aufhören musst. Und so Ja, ist es mal auch bei so. Mario. Ja. Hätte nicht gedacht, dass es eine gute Eigenschaft ist. Und sie so, eine richtig tolle sogar. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen so, dass alle erst, was sie ihm gesagt haben, so, dass es eine schlechte Eigenschaft ist, weil er wundert sich so, ich wusste gar nicht, dass es was Gutes ist. Und sie so die Erste, die sagt, dass es eigentlich was Gutes ist. Und es gibt noch mal Bonuspunkte in deren Beziehung. Ich meine, die Frau hilft, seinen Bruder zu retten. Macht ihm Komplimente über eine eigentliche Schwäche und lobt ihn erstmal. Und ich glaube, dann kommt immer mehr so das Ding, dass Mario wirklich anfängt, sich wirklich in die Prinzessin zu verlieben. Ja, es ist ja auch toll. Es sind ja auch tolle Charakterzüge von ihr. Erstmal zu gucken, was ist denn positiv an dir oder was kann man auch an deinen Eigenschaften positiv sehen. Das finde ich auch total toll, wie sie das Klar, macht. auf jeden Fall, Mario ist sehr geschmeichelt, doch Donkey Kong sagt so, ich habe ihn gewinnen lassen, einfach nur so in der Tat. Und Mario so, und wieso solltest du denn das tun? Und er so, weißt du wieso? Wieso weiß dich nichts angeht, deshalb. Ja. Ja, jedenfalls, da kommt schon das Ding, was sich den ganzen Film weiterziehen wird, diese Feindrivalenschaft zwischen Mario und DK. Jedenfalls mein Cranky so, wir haben Bowser's Schiff geordnet, er wird so ziemlich bei Sonnenuntergang im Pilzkönigreich kommen. Zum Glück haben wir da eine nette Abkürzung. Peach so, wir locken ihn in eine Falle und wir siegen ihn dann. Bisschen zu sehr Adrenalin, meine Liebe, vielleicht ein bisschen zu sehr. Und dann kommt Cranky mal ausnahmsweise auf eine gute Idee. Nämlich, deshalb braucht jeder ein Kart. Und dann lernen wir kennen, dass die Kongs eine große Fabrik nochmal haben, wo jeder sich ihre Karte zusammenbauen dürfen. Und dann gehen sie zu einer Maschine mit einem großen A-Button daneben und allein wie sie, das klingt so dieser Song,
dieser Sound, das ist nämlich das, weder dein Fahrzeugteil aus das Mario Kart 8 noch die ganze Mario Kart 8 Melodie kommt ja schließlich auch in der Szene so gut, doch dann kommen wir zu Rock'n'Roll. Thunderstruck von AC/DC. Wie geil! Ich habe den Song erkannt. Ich habe gedacht, so, das ist AC/DC doch, oder? Und da war nicht den Song und ich dachte so, yay! Geil, Rock'n'Roll-Theme! Ja, so cool. Passt ja auch so toll zu den schweren Maschinen und so. Wo sich Ja. da der kleine Toadie eine besonders schwere Maschine. Ja, aber auf jeden Fall, die bauen ja erstmal und dann merkt man so, heiße Schlitten. Du, Mario hat ein Standard-Kart, Peach hat ein Bike und Toad hat ein Monster-Truck. Natürlich, die Kleinen müssen immer das Größte nehmen. Vor allem, wie er da sitzt mit seiner Sonnenbrille, mit seinem coolen Ja, so Snake. richtig Ich am bin der Flämmchen, Coolste. richtig so. Und dann fahren die drei aber vor und Doki muss immer noch sagen, ich hasse dich. Und dann fahren sie erstmal los, währenddessen aber ist Bowser gerade am Üben für einen Heiratsantrag und setzt sich seinen Hut aus Mario Odyssey auf und hat in der Hand auch den Brautstrauß von Peach aus dem Spiel. Und wie es versucht, so von wegen so, anscheinend lässt die Liebe auch den härtesten Panzer weich werden. Und die Blumen beißen, er sie so aus Heckling zertreten, so, Ja, und vor allem, wie er da guckt, ne? So niedlich und goldig, die ganze Mimik. Wie ein großer Teddybär, aber ganz Genau. ehrlich. Das ist leider kein Teddybär, der ist viel zu zackig und schwitzt. Vor allem sieht man dann seinen faszinierenden Partner, der mitspielt mit ihm. Weg, so klein als Peach und ganz ehrlich, der sieht so hässlich aus. Das sehe ich gar nicht. Das Sieht ist so das absurd Gleiche und aus. lustig. Das Ganze, das Kleid, die Perücke, das Krönchen, der Lippenstift, alles musste sein, damit er aussieht wie Peach. Doch dann kommt der Cooper-General rein, gesprochen übrigens von Scott Manuel und Matthias Clark ist im Deutschen und das hat er super gemacht. Richtig gut, finde ich auch, ja. Ja, und der meint so, wir haben die Prinzessin und den bestaunenswerten Mann gefunden. Es ist ihnen gelungen, Donkey Kong zu bezwingen und die Armee der Kongs zu gewinnen. Und anstatt dass Bowser fragt so, wie konnte er es denn machen? Ich dachte, Donkey Kong ist unbesiegbar oder so. Anders gesagt, was ist das Erste, was er fragt? Und war Peach davon beeindruckt? Oh Mensch, ja, du siehst, er ist einfach sehr fixiert auf sie, ja. Ja, und er so wie es aussieht, ja, sie wollen über ihren Geheimweg reisen. Und Bowser hat schon finstere Pläne, seine finstere Miene. Aber dann sieht es erstmal aus, als würden sie alle ins Verderben fahren, weil Mario meint so, kein Grund zur Panik, aber die Straße endet gleich. Aber dann müssen sie einfach nur Vollgas geben und sie landen auf einem Regenbogen. Die Rainbow Road, die in jedem Mario Kart da ist. Und es fängt auch an mit der Super Nintendo Mario Kart Theme. Und ganz ehrlich, sie ist so wunderschön. Und dann kommt noch eine schöne Szene, denn Peach kommt so zu ihm und sagt, fragt so, gibt es in deiner Welt auch so etwas? Und er so, nein, wir fahren nicht auf Regenbögen. Und sie meint so, und was erzählst du mir als nächstes, dass die Schildkröten nicht böse sind? Und er so, sind sie nicht? Die halten wir als Haustiere. Und die so, glaube ich denn nicht. Und er so, ah, komm nach Brooklyn, dann kauft die eine. Und die so sehr geschmeichelt davon, auch schon am Kichern. Also, ich überlege es mir. Dann merkt man so, jetzt sind wir schon so weit, dass die beiden anfangen, schon ein bisschen zu flirten. Auf jeden Fall. Das merken ja auch die anderen, ne? Also die Kay merkt auch, dass da ein bisschen Ja, Flirt Alter, dran so flirtest du also? Das tut ja einem richtig weh. Und er meint so, du bist oberpeinlich. Keine Prinzessin will jemals mit dir ausgehen wollen. Und Toad so, doch würde sie. Ich sag, jetzt würde sie. Und Peace aber auch so, Leute, es reicht. Und Aber dann halt, wirklich. aber wirklich, das sollen die beiden unter sich klären. Aber Frage, würde Peace mit Mario auf ein Date gehen? Ich würde Ganz sagen, klar. ja. Da bin ich mir sehr sicher, dass sie das machen würden. Also ich als selbsternannte Prinzessin sage ganz klar aus meiner Sicht Mario als normalen Freund sehr gerne, da würde ich ihn sehr gerne machen, aber als meinen festen Freund, nein, danke. Ja, aber ich glaube, Peach gefällt er, ja. Ja, aber Hauptsache er gefällt ihr und auf Genau. jeden Fall, sie gefällt ihm auf jeden Fall schon sehr gut, aber auf jeden Fall werden sie beobachtet von einem gewissen Bowser
Und der sieht zum ersten Mal Mario und denkt so, oh, das ist also dieser Mario, der mir meine Prinzessin wegschnappen will. Und dann kommen ja seine Armee und wo Pete auch schon zwei sagt, das ist Oh je, ja, ab da wird's gefährlich. halt. Ja, vor allem natürlich bei der Cooper-General mit so einem riesigen Fahrzeug, nämlich hinter ihm her ist. Hilfe! Hilfe, ja, mit Zacken und allem Möglichen. Ja, wir Mario erledigen und dann manchmal so aufteilen und dann teilen sie auch auf und er driftet, bis er genug Schwung hat, dass er runterfahren kann. Antigravitationssystem, doch, Booster Kugel. Kugelwillis zerstören sein schönes Kart und auch die anderen haben große Mühe, eben allen auszuweichen und ja, dann fällt Toad aus seinem Wagen und schreit so, ah, ich bin zu niedlich, um zu sterben. Ach, Toadie. Hättest du nicht so ein großes Fahrzeug nehmen können, mit dem du kaum Kontrolle hast? Guck mal, nimm dir lieber ein Beispiel an Honey Peachy. Ja, vor allem, die hilft ihm jetzt, ne? Übrigens, Fun Fact, das ist mein persönlicher Spitzname für Peachy. Ich nenne sie gerne Honey Peachy, weil ich sie so gerne einfach mag. Wie Aber das ist süß. nur am Rande perfekt. Ein schöner, schöner Spitzname für sie. Ja, jedenfalls, sie rettet ihn und dann wird Mario aber schon wieder von dem verfolgt und er schafft es, sein Kart zu zerquetschen, aber Mario ist doch lange nicht davon besiegt. Und dann sieht er Donkey Kong, springt auf den Helm des Koopa-Generals und er ballert eine Rakete auf dessen ab. Doch es sieht so aus, als würde er besiegt sein, doch Pustekuchen, er hat immer noch nicht genug und verwandelt sich in das Grauen von Items. Die Eine Blue Blue Shell. Shell. Die Blue Shell. Jeder hasst sie. Wir hassen sie einfach alle. Und er bohrt ein Loch in die Rainbow Road, das Mario durch die Wiege abschützen. Aber ist eigentlich jetzt einem bewusst, dass er eigentlich jetzt tot ist? Ja, es ist wirklich ein Märtyrertod, ja. Ja, jedenfalls, alle sind geschockt. So, wie so, nein, nein, Mario. Und Craigie auch so, nein. Und dann wird die Kong-Armee von Bowsers Armee gefangen genommen. Und Bowser lacht bei Harry so von wegen so, mach's gut, Mario. Und Peach und Toad fahren dann wieder zurück ins Pilzkönigreich. Und währenddessen schimpft DK Mario auch so von, hey, das ist alles deine Schuld. Und Mario so, meine Schuld, du warst doch. Und er so, Klappe, ich will nicht, dass es das Letzte ist, was ich höre, bevor ich draufgehe. Oh, da hat man wieder die besten Feinde, ja. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Aber jeweils Donkey Kong bekommt einen Reifen im Kopf, er ist bewusstlos und Mario muss ihn zurück aus dem Wasser ziehen. Also hat Mario ihm das Leben gerettet und das Dicke auch realisiert und mal so, ach, naja, ich werde auch nicht petzen. Und er so, bitte nicht. Ist gebombt. Ja. Doch dann werden die Beine vom Alpha aus Mario 64 dann leider gefressen. Oh ja, da hatten wir ja schon gesagt, der war schon gruselig, aber nichts gegen Vampiano, ne? Das Piano mit den spitzen Zähnen. Also es gab ja schon ein paar so Schreckmacher früher auch in den Mario-Spielen. Ja, also wirklich. Oder ich glaube, die ganz Kleinen hätten auch schon Mario Odyssey ein bisschen Angst vor diesen großen Drachen. Oh ja, auf jeden Fall sogar. Der ja eigentlich lieb ist, aber ich finde, der sieht schon ziemlich krass auch aus, ja. Hätte aus einem Final Fantasy Game sein können. Ja. Jedenfalls, Peach und Toad sind währenddessen im Pilzkönigreich angekommen und sie müssen die Stadt evakuieren. Und als sie ins Schloss fahren, kommt ein großer Logikfehler, denn der Toad-General hat mir so Prinzessin und sie so, wir haben die Armee verloren und Mario ist verschwunden und sie schocken auch. Eigentlich müssen sie fragen, Mario, wer ist das denn? Eben, weil der Name ist bis dato eigentlich noch nicht gefallen. Höchstens bei den kleinen Toads, ne? Wo er ihn unten durchs Pilzkönigreich führt, aber oben und bei den Ältesten auf jeden Fall noch nicht. Ja, jedenfalls, Peach sagt so, dass sie sich in den Wald retten sollen und dass sie etwas ihnen Zeit verschaffen würde. Und Toad soll auch mitgehen, aber er sagt, nein, ich werde nicht zulassen, dass man dir wehtut und deswegen kommt er auch mit. Und dann landet Bowsers Schiff kurz vor ihnen und dann kommt er auch schon raus, so Prinzessin Peach, mutig wie immer. Und dann brecht er auch mit so, wie du sehen kannst, habe ich den Superstern. Und sie so, wenn du ihn benutzen willst, dann tu es jetzt.
Und er so, nein, Prinzessin, ich habe den Stern für uns gestohlen. Und jetzt kommt wirklich, wo ich wirklich lachen muss, weil das ist absolut mega peinlich. Und wenn der Heiratsantrag an mich gehen würde, würde ich ihn einfach nur auslachen. Wie siehst du das? Ja, ich hätte auch gelacht, ne? Und vor allem ist es ja auch noch ein gemopster Stern. Das ist ja wie ein gemopster Ehering oder sowas. Nee, aber sie ist ein Verlobungsring in dem Fall. Oder so. Jedenfalls ist sie genauso wenig davon beeindruckt und sagt so, deine Frau werden? Bist du wahnsinnig? Ich will dich niemals heiraten. Er so, vielleicht solltest du das noch einmal überdenken. Und dann packt Carmen Todd ja in seine Griffe und tut dem Arm einfach nur weh, wo Speecher auch so sagt, nein, hör auf. Und Ja. er so, bitte hau, ich heirate dich ja, aber bitte verschone meine Todes. Ja. Und dann kommt ja, und er sagt auch so, ich gebe dir mein Wort, aber sie weiß auf jeden Fall, wenn sie nicht ja sagen würde, dann würde er Tod weiterquälen. Was ich aber bemerkenswert finde, Tod ist unter Schock gewesen, aber er hat unbedingt keine großen Verletzungen getragen. Das stimmt, ja. Und die arme Peach wurde natürlich sehr unter Druck gesetzt. Natürlich musste sie zustimmen und hat bestimmt erstmal schlauerweise aber schon überlegt, ich sage erstmal zu, aber werde dann schon später was an der Situation ändern Ja, können. jedenfalls sind wir wieder zurück im Gefängnis, sehen Luigi endlich wieder nach keine Ahnung wie vielen Minuten, denke ich wieder. Es hat sich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt, wo Loli auch schon singt, was ich übrigens im Englischen viel besser finde. Life is sad, prison is sad, life in prison is very, very sad. Ja, es ist sensationell gut, auf Ja, jeden und dann kommt die Fall. Kolonie auch eingeliefert und du machst so, Frischfleisch, Häcksler. Und er so, wer ist denn dieses Sonnenscheinchen da oben? Und du machst Nimoli so, hier geht es keine Sonne, nur Finsternis. Und dann kommt Pamik und kündigt an, dass sie alle zur königlichen Hochzeit eingeladen werden würden, aber auch nur, weil sie alle in einem bizarren Ritual geopfert werden sollen. Und dann herrscht erstmal Panik. Nur Lumali so, endlich Erbarmen. Oh je, Mini. Dabei ist das ja Ja, wirklich und sehr bizarr. dann denke ich so, Mario. Aber man kann sagen, Mario lebt zwar noch, aber ist nicht unbedingt lebendig, denn sie sitzt nämlich im Magen von Al. Und Dicke auch schon so, so alt ist also. Ich werde langsam von einem Al verdaut mit einem Idioten in Latzhose. Und Mario so, na, zumindest wird dein Bruder nicht wegen dir sterben. Und mein Dicke so, wenigstens hält dein Vater dich nicht für eine Witzfigur. Da wissen wir, also das wissen wir schon vorher, dass die Beziehung zwischen Donkey Kong und Cranky Kong nicht unbedingt die beste ist. Ich zitiere nur einen Satz aus Donkey Kong 64, aus dem Jahr 1999. Na, wenn das nicht mal nichtsnütziger Sohn ist. Ja, da hat man die Parallele, ne? Zwischen Mario und seinem Vater und Donkey Kong und seinem Ja, Vater. das hat Cranky jetzt damals gesagt. Und es wurde sich lange immer gestritten, ob Donkey Kong jetzt Crankys Sohn ist oder sein Enkel. Da wir wissen, dass der Donkey Kong ist ein Arcade-Game Cranky ist. Das wissen wir alle. Dann gibt es noch Donkey Kong Jr. Und dann denkt man sich, dass Donkey Kong der Sohn von Donkey Kong Jr. ist. Und dann heißt es, er ist Crankys Enkel. Aber 64 heißt es, er ist Crankys Sohn. Und hier heißt es auch wieder, er ist sein Sohn. Und ganz ehrlich, ich bleibe bei der Sohnsache. Ich auch, ja. Ein Ja, schon Mario älterer meint auch so, Vater, aber ja. ja, er meint auch so, mein Vater hätte mich auch für eine Witzfigur. Und DK statt so weiter zu jaulen und aggressiv so, dein Vater hat recht, so weißt du was? Er sagt so, also was? Mir geht's eh mies genug. Lass mich einfach in Ruhe. Oh ja, aber dann finden Sie was Spannendes im Bauch des Aals. Ja, denn als DK ein bisschen rumklopft, hat der Aal hat eben ein bisschen Problemchen. Und dann führen sie sein Kart mit der Rakete, gucken sie es an so und haben beide dieselbe Idee. Und es kommt etwas, was wir als Spieler von Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze sehr gut kennen sollten, die Raketenlevel. Oh ja, und dann schießen sie da richtig raus. Ja, und sind auch dann in Richtung Pilz Königreich, wo eben da die Hochzeitsvorbereitungen schon gestartet haben. Und dann diese Torte. Was soll das für eine Torte sein? Vor allem, wo sie draufstehen, ne? Riesig, sehr imposant. Ob man die überhaupt in echt essen kann?
Vor allem auch noch wirklich sowas in der Welt. Pilzen und Lavenschmoren und wir sehen zwei interessante Gäste, nämlich König Bonbon und König Buu. Sehr cool, da im Publikum. Die Hochzeitsgesellschaft gefällt mir auch richtig gut. Ja, und ja, dann steht Peter da und ist sehr nervös und dann kommt Toad so von wegen so, Prinzessin, ich hab ihn. Und sie so, gut gemacht. Und er gibt ihr einen Strauß Blumen. Und da ist bald mal schon, sie hat irgendwas vor. Und dann geht's ja los mit dem berühmten Hochzeitsmarsch, den, glaube ich, jeder kennt. Auf jeden Fall, ja, Klassiker. Ja, Bowser hat seinen Anzug aus Mario Odyssey an. Sie allerdings nicht, denn das Ganze ist ein bisschen zu dünn. Es ist nicht rosa. Und der Schleier ist ein bisschen zu kurz. Das stimmt, ja. Und sie bleibt ja jetzt auch nicht lange so, ne? Ja, jedenfalls ist sie sehr geschockt, als sie die Gefangenen sieht und er so, geht so elend, werde ich sie opfern. Hallo, hast du sie mal gefragt? Ach, furchtbar, als ob sie sich über so ein Geschenk freuen würde. Ja, und das ist nur wieder zu seinem eigenen Nutzen. Jedenfalls dann kommt Kamek und den schlägt Peach erstmal so K.O. und die so, hast du gedacht wirklich, dass ich dich heirate? Und er so, eigentlich schon. Und sie so, ich heirate ganz bestimmt kein Monster, zieht aus ihrem Strauß die Eisenbahn und nimmt es an und wird zu Eispeach. Übrigens Debüt mit Peach und der Eisblume. Ja, aber wunderhübsch und total toll Ja. gemacht. Wer braucht Elsa von Frozen? Nimm doch gleich sie. Also sie ist die schönere Elsa, ja. Ja, jedenfalls, dann friert sie Bowser auch erstmal ein und kümmert sich um die Hochzeitsgesellschaft. Und Mario und Nika sind ja auch schon hier und wollen eigentlich nach oben, doch ein Koopa schießt die Rakete von denen ab und sie landen unten. Aber ich verstehe es im Deutschen nicht ein bisschen, weil im Englischen sagt er ganz klar, willst du das tun? Und Donkey so, yes, ich will. Ja, ich will. Und im Deutsch so, Bock auf ein bisschen Thrill und so, ja, ich will. Was? Das passt nicht so gut tatsächlich, ja. Ja, merkt man immer wieder, wenn man mal die englische Synchro hört. Ja, jedenfalls arbeiten sie mal eigentlich gut zusammen. Sie können das schließlich auch. Dike bekommt die Feuerblume und mal den Pilz. Und dann, aber als die beiden ihre Power-Ups verloren haben, schnappt sich Mario das Tanuki-Blatt und fliegt dann nach oben und Donkey Kong klettert dann auf die Kette. Während Peach da immer noch da oben beschäftigt ist. Dann nimmt sie eine Lanze von einem Koopa, tunkt sie in die Lava und setzt sie dann König Bonbon ein, der gerade am Schlafen ist. Doch Pustekuchen, die Kette, die sie eingefroren hat, bricht und König Bonbon explodiert und deswegen verliert sie leider ihr Power-Up und sie fallen noch mehr in die Lava. Wie sie in Panik, Cranky Panik, nur Lumali so, Und dann kommt die Kay. juhu! Ja, die Kette zurück wieder nach oben ziehen. Also erleichtert und Lumali nur so, buh. Da denke ich so, dich schmeiß ich gleich persönlich in die Lava, wenn du noch ein Wort sagst. Ja, wirklich. Ja, jedenfalls Luigi, dessen Käfig sehr verbrannt wurde, versucht nach oben zu klettern, doch er fällt. Doch da kommt Mario und rettet ihn. Juhu! Zum Glück, er hat sie mir auch versprochen. Ja, und außerdem endlich sind sie wieder vereint und es ist so rührend zu sehen, dass sie sich endlich wieder haben, lang, nach der langen, langen Suche. Und Dicke zieht auch seinen alten Herren wieder nach oben und der ist mal stolz auf ihn. Und Oh sagt ja. so, er darf jetzt seinen Affentanz machen. Und er so, keine Zeit, aber später auf jeden Fall. Doch Bowser erwacht wieder und sieht Mario und Peach. Und wird schon wieder eifersüchtig und bricht nicht aus dem Eis. Und man sieht für eine ganz kurze Sekunde, dass sie Händchen halten, wie sie es. Ja, das stimmt, ja. Doch er befiehlt dem Riesenkugelvieh, das Pilzkönigreich zu zerstören. Und dann Panik. Aber das kriegt Mario ja ganz gut hin, zum Glück. Ja, jedenfalls, er schleudert seinen Schwanz nämlich, den Tanuki-Schwanz nämlich, in das Auge des Kugelwillis. Und
Ja, der verfolgt ihn dann auch erstmal und dann sieht er aber die Röhre, wo er hergekommen ist und führt ihn da rein und der Kugelwilli explodiert im Verkehr. Doch nicht nur der Kugelwilli explodiert, die Röhre explodiert gleich mit. Also wird alles, was hier rumliegt, mit eingezogen, nämlich in die Röhre. Samt und sonders, ne? Mit Charakteren. Und wo landen sie denn dann alle? In Brooklyn! Ja. Hallo! Ich will zurück nach Hause! Wir landen nämlich da, wo unser Abenteuer angefangen hat. Genau, ja. Ja, jedenfalls bebt die ganze Erde und Mario wird erstmal aus dem Gullydeckel wieder rausgeschleudert. Aber man sieht, alles ist trocken. Also sie haben eigentlich Brooklyn schon einmal gerettet. Ja, sie haben ihren Job also richtig gemacht gehabt. Ja, Aber jedenfalls mal gucken, ob Mario. sie es nochmal geschafft haben. Ja, jedenfalls Mario guckt sich unverwundert so Brooklyn und wehrt auch auf Spike. Na, den hätten wir jetzt nicht gebraucht. Nee, überhaupt nicht. Da haben wir gerade ganz andere Probleme. Ja, den Bau, das Luftschiff taucht auf einmal plötzlich auf und alle rennen weg. Peach, Toad und Donkey Kong sind irgendwie unter Felsen begraben. Luigi versteckt sich in einer Mülltonne und Mario sieht den Stern, will sich den schnappen, doch ein Bowser kommt nämlich dazu und sagt so, du willst den Stern. Und packt Mario erstmal so am Arm hoch und schleudert ihn einfach weg mit der Faust und meint so, du hast meine Hochzeit ruiniert. Ich wäre eigentlich glücklich geworden, wenn ich so, ja, und sie dafür todunglücklich. Sie hat dich tausendmal abgelehnt, also bitte. Aber wirklich, aber Mario ist daraufhin sehr entmutigt, glaube ich, ne? Ja, jedenfalls schleudert Bowser ihn dann in die Pizzeria, Punch-Out, angelehnt an das NES-Game Punch-Out. Und er meint so, dachtest du ernsthaft, dass du mich aufhalten könntest? Du wehrloses, schwächliches, kleines Nichts, komm raus und kämpfe. Oder hast du etwa Angst? Aber der arme Mario, wie er schon so begraben da liegt. Und Bowser nur mit Lachen so, dachte ich mir doch. Aber dann kommt Peach mit dem Karate-Kick und Donkey Kong versucht ihn auch wieder niederzustöttern, doch Bowser reagiert schnell und Mario ist geschwächt in der Pizzeria und denkt so, und dann kommt der Fernseher, der eigentlich kaputt ist und zeigt der Commercial der Brüder, wie er immer noch das Wort und in Brooklyn zu retten, immer noch mal wiederholt wird, merkt man so, das ist das Einzige, was er die ganze Zeit wollte, Brooklyn retten. Und jetzt hat er die Chance dazu. Ein wütender Schildkrötentyran ist draußen im Abgehen und er hat jetzt die Chance dazu. Aber das muss er jetzt hier auch. Peach und Toad wurden gefangen genommen und er wollte schon Donkey Kong umbringen. Aber dann kommt Mario so, lass ihn in Ruhe. Und Luigi so, Mario? Und Bowser auch so, du weißt nicht, wann du aufhören musst. Und er so, ja, das habe ich schon mal gehört. Das Also das stimmt. auch als Kompliment. Peach auch ganz stolz auf ihn und kickt dann und ruft ihn dann so her und kickt nämlich einen Cooper-Panzer, dass er nämlich genau auf den Stern landet und die nämlich aus der Fassung kam rausstellt, so wegen so, der Stern, also mal zum Stern, war so, nein, das ist meiner. Und dann feuert er nämlich Feuerstrahlen ab, also spuckt er Feuer, aber dann merkt man, Mario ist heil, weil ein gewisser Luigi mit einem Gullydeckel dazwischen gesprungen ist und denkt so, Luigi. Und er so, uns kann nichts passieren, solange wir zusammen sind. Also ganz ehrlich, das finde ich nur die perfekte Revanche. Mario hat ihn immer beschützt. Jetzt ist Luigi dran, genau das Gleiche zu tun. Ja, sehr, sehr coole Szene. Und da sieht ja, sieht jeder wieder, dass er eigentlich doch auch sehr mutig sein kann. Ja, jedenfalls Mario reicht ihm seine Hand, Luigi nimmt und beide sind zum Stern auf. Und auch schon, dann denkt man so, nein, die Brüder sind jetzt tot. Weil Peter so, nein. War sie auch schon am Lachen, doch. Dann kommen Regenbogenstrahlen auf, denn sie haben den Superstern beide gekriegt. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass man zu zweit einen Superstern nehmen kann. Ja, und es ist total toll, Mit weil dann sind sie halt allmächtig. dem Superstar-Vieh noch im Hintergrund. Und Bowser so, was?
versucht halt eben alles hier aufzuhalten, doch erstmal einen schönen Kinnhaken, nur dass halt eben weg ist. Und er so zerreißt sie in Stücke, doch Pustekuchen, sie können nämlich nicht aufgehalten werden. Und dann schnallen sie einfach die Armee weg, als wäre es einfach ein Nichts. Aber ganz ehrlich, Bowser, er hätte den Stern nicht nehmen sollen, weil er die Chance hatte. Und er hatte die Chance, aber er hat sie weggeschmissen. Er hat nicht so eine Zeit, nämlich in der Hand schon was, aber er hat losgelassen. Ja, selber schuld. Sagen wir alle. Jedenfalls dann Mario und Luigi kommen halt eben davor und kommen am Fenster vorbei, wo ihre Eltern da gucken und ganz stolz sind und auch von der Piranha-Pflanze gefressen werden, aber dieses Mal von einer Rebichen, aber die werden wieder sofort rausgespuckt und dann geht's ab gegen Bowser, wo sie ihn erstmal schön verprügeln, gegen den Hauswand werfen, ihn am Schwanz packen und drehen wie Mario 64 und dann gibt's einen Schlag und dann noch einen Fußtritt, die Wirkung lässt nach und Bowser ist endlich besiegt. Meine Güte, was schwer, diesen Gegner zu besiegen. Und dann, als er endlich am Boden lag, lässt die Power nämlich nach. Übrigens, bemerkenswert, Marios Wunden sind sofort alle geheilt, denn er war nämlich etwas stimuliert, nämlich als Bowser ihn nämlich die ganze Zeit durch die Gegend geworfen hat. Stimmt, und jetzt macht ja Peach noch einen ganz, ganz tollen Ja, Schachzug, ne? ebenso, statt sich zu entschuldigen, so, sowas nicht gemeint, gib mir doch noch eine Chance, und so, geht, nein, und stoppt ihn den blauen Pilz rein, und jetzt ist er schon klein. Ganz echt so witzig und Dobby auch so, haha, er hat den Blaupilz bekommen, mal so, siehst du, hier hast du deine zahme Schildkröte. Und sie so, nichts, nichts, Norbert, wie sie ihn auch in der ersten Szene genannt hat, auch so, wo die beiden da saßen und sie so zu Luigi und Luigi, du bist so mutig. Er so, ja, ich, oh ja, danke, ja, das ist so mein Ding. Ich so, eigentlich nicht. Aber okay, lassen wir ihn auch ein paar Lacher am heutigen Abend. Und dann kommen die Eltern der Brüder, die Mutter auch ganz begeistert und auch der Vater so, Mario, du warst unglaublich. Und er so, danke, Dad. Und dann Donkey Kong kann es nicht mehr aushalten und muss erstmal alle knuddeln. Ja, Gruppenknuddeln. Und es kommen ja viele anerkennende Blicke, ne? Von Spike und vom Hund auch. Eigentlich gucken dann alle so, ihr seid schon cool. Ja, Spike, doch, mach mal ein bisschen Stimmung für die Super Mario Brothers. Und der Hund auch so, ist gut gemacht. Und die so, hab ich doch gesagt. Und auch so, der Vater, das sind meine Jungs. Ja. Jedenfalls haben sie es dann geschafft, Brooklyn zu retten. Und es landet auch natürlich ganz groß in der New Yorker Times natürlich. Brooklyn saved. Übrigens, Richtig cool. lustig, wenn man mal die Unterschrift mal liest, so was unter dem Bild nämlich steht auf Englisch, Picture left to right, also Foto von links nach rechts, kleiner Pilzkopfmann, die Prinzessin, die Super Mario Bros., ein gigantischer Affe mit einer Krawatte. Was eine coole Kombo, aber wir lieben sie ja alle auf ihre Art. Klar, die lesen sie alle. Und dann kommt ja noch der Song Mr. Blue Sky, noch als Schluss, wo Mario mal aufsteht, ohne Overall mal. Sehr ungewohnt mal zu sehen. Und er und Luigi machen sich fertig für die Arbeit. Doch, wo sind sie? Sie sind der Pilzkönig gleich, denn sie haben sich entschlossen, im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen, tatsächlich hier zu bleiben. Und ganz ehrlich, da gehören sie auch meiner Meinung nach auch hin. Ja, es passt Jedenfalls total schön. springen sie in die Röhre, die sie wahrscheinlich nach Brooklyn führt. Und dann kommt die Endschrift und dann kommt Luvani noch so, na, das ist doch mein Happy End. Oder doch nicht? Denn jetzt ist alles vorüber und zurück bleiben nur du und die unendliche Leere. Also kommt auch Lust, ein bisschen Saxophon zu spielen, ha? Und spielt das Super Mario Bros. Theme. Und dann gibt es noch die zwei Post-Credit-Szenen, einmal mit dem kleinen Bowser, der noch weiter singt mit Peaches. Und dann kommt die Wache so, ey, Ruhe hier drin. Lärm nicht aus, kleines Kerlchen. Und dann einfach weggeklatscht. Und die letzte Post-Credit-Szene ist natürlich ganz wichtig, denn wir haben ein knackendes Ei und daraus ruft Yassi. Oh, Und wie gern das würde ich ihn sehen. war der Super Mario Bros. Film von 2023. Also mein Fazit immer noch, er ist sehr legendär, er ist sehr gut. Allein schon, es sind so viele geile Jokes mit dabei, viele Referenzen, geil, die Musik, die Animationen, einfach
alles in diesem Film stimmt perfekt. Und falls man kein Mario-Fan ist, aber auch einer werden will, sehr gut ansehen und für auch keine Mario-Fans ein guter Animationsfilm für die ganze Familie. Also von mir 10 von 10 Punkten. Und was meinst du? Oh, das kann ich auch ganz unterstreichen. Vor allem ist das ein Film, den man auch immer und immer wieder sieht. Und ich finde schon, auch für mich gerade so als Mario-Fan, als Nostalgiker, ne, was man für Easter Eggs hat, für Bezüge, das ist einfach so rührend und macht so einen Spaß. Und es hat mir auch besonders viel Spaß gemacht, ihn im Original zu sehen. Das kann ich auch nur empfehlen, dass man ihn sich nochmal auf Englisch anguckt, weil Jack Black einfach sensationell ist zum Beispiel und sein Gesang und alles. Ja, also ich vergebe auch 10 Pilze auf jeden Fall. 10 von 10 Kronen. Sozusagen, ja. Ja, die Kritik sah nicht so gut aus. Also er hat 59% Rotten Tomatoes von den Kritikern bekommen und 95% von den Fans. Also von den Fans geliebt, von den Kritikern gehasst. Ja, manche Kritiker haben, glaube ich, gesagt, oh, und die Witze und die würden, einer würde den nächsten jagen und es wäre ein bisschen flach und oberflächlich und so. Aber ich finde nicht. Also mich hat er berührt. Ich finde, der hat viel Tiefe auch gehabt, viele charakterlichen Neuigkeiten. Ich fand ihn toll. Ja, klar, doch, und vor allem natürlich viel, also das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass der Film ein bisschen zu schnell geht. Also du kommst schnell von Sekunde A nach B und C und D. Aber eine positive Sache hat es dadurch, der Film wird nämlich nicht langweilig. Die Kinder heutzutage, du kannst sie nämlich nicht mehr vor Film setzen, wo 5 Minuten nur nachgedacht wird. Das kannst du nicht mehr, die bekommen schnell Langeweile, das kannst du nicht mehr tun heutzutage. Und Ja, du dann musst mal kommen die. überlegen. Es waren ja 1,5 Stunden. Wir haben jetzt alleine über 2 Stunden uns darüber ausgetauscht. Es ist halt auch unheimlich viel in dem Film passiert. Sonst hätte man da ja allein daraus ja schon Mehrteiler machen müssen, Ja, ne? aber ganz ehrlich, diese Diskussion hat einfach nur sich gelohnt, so lange zu ziehen. Also es ist einfach ein Film, der übelst Fun macht. Es macht übelst viel Spaß, alle Easter Eggs zu finden. Die Charaktere sind sehr gut synchronisiert, auch vor allem im Deutschen sehr gut. Im Englischen kommt es immer mir sehr gemischt vor, aber vor allem natürlich Jack Black ist ein absolutes Highlight. Man muss ihn mal gehört haben im Englischen, aber auch so. Wie sieht eure Meinung aus, den Synchronsprechern? Fehlt ihr die Deutschen besser oder die Englischen, falls ihr beide Sprachen geguckt habt? Und ja, die Charaktere, was soll man sagen? Mario, ein Charakter, der vorher sehr leer wirkt und jetzt wie ausgeschrieben ist, den man einfach nur ins Herz schließen kann, super. Peach, loyal, sie ihrem Vorbild, niedlich, sehr charakterlich stark, eine starke Anführerin. Und auch ein paar neue Skills hinzugelernt. Vor allem, ich mag die Beziehung zwischen Mario und Peach, weil es fängt so an, so, ja, Mario, was soll es für ein Kerl sein? Der ist doch so klein, der kann bestimmt gar nichts. Und dann, je mehr der Film weitergeht, desto mehr hat Peach Vertrauen in ihn und gibt ihm sogar am Ende diesen Stern, das mächtigste Item wahrscheinlich von allen. Und das bereut sie keine Sekunde, weil sie weiß, er kann es auf jeden Fall. Und auch die Bruderliebe zwischen Mario und Luigi. Ich habe jedes Mal einfach Herzklopfen. Das ist so süß mit den beiden. Das stimmt. Luigi ist einfach unheimlich lieb, so lieb. Und Mario, so ein toller, großer Bruder. Ja, das ist total Ja, die schön. Bruderliebe ist einfach. Luigi kam vielleicht ein bisschen zu kurz über, aber ganz ehrlich, mich stört es für sich nicht großartig. Ich mag Luigi auch sehr gerne, aber Mario ist immer so der Bruder, den ich immer lieber mag. Toad ist somit nicht der wichtigste, aber trotzdem hat er seine coolen Momente gehabt. Donkey Kong, die große Freundesrivalenbeziehung zu Mario, sehr gut gemacht. Bowser, ein exzellenter Bösewicht, großartig geschrieben. Auch die anderen Charaktere, also das hat keiner wirklich fehl am Platz gewesen. Und ist dir mal aufgefallen, dass Peach eine der wenigen Frauen hier ist? Ich meine, wie zählen wir mal alle Frauen im Film auf, die vorkamen, außer Peach? Es sind nicht viele. Pauline sieht man, dann natürlich die Mutter, die Cousine, ne? Tante. Die Frau im sehr, sehr schicken Haus. Dann im Werbeclip vielleicht die Kundin. Ja, aber ich sage jetzt mal wirklich tragende Frauen. Gut, man sieht im Publikum bei den Kongs, sieht man auch Dixie. Ja, aber eine wirklich tragende Rolle hat ja ganz ehrlich nur Peach. Genau, aber mich stört es bei sich auch nicht.
Was ich auf jeden Fall auch gern für die Zukunft wünschen würde, denn jetzt reden wir auch darüber, denn es wurde auch ein zweiter Teil letztens angekündigt. So, am 10. März 2024 haben Miyamoto-san und Chris Mandarin nochmal gesagt, dass ein neuer Mario-Film kommen soll. Aber ich denke sehr, dass es ein Sequel sein würde. Und wir haben natürlich auch ein paar Wünsche, oder haben wir das? Ja, auf jeden Fall. Und steht nicht sogar schon ein Datum fest? 3. April 2026, glaube ich, Ja, ne? also schon 2 Jahre, Miyamoto meinte, das ist eine lustige und sehr farbenfrohe, gute Geschichte. Und ich bin mal gespannt, so was es wird. Also was von mir aus, also ich kann mir vorstellen, dass die Kongs jetzt nicht mehr so im Mittelpunkt mehr stehen werden und wahrscheinlich nicht mehr so vorkommen, vielleicht auch so als kleine Referenz. Ich kann mir Spike tatsächlich nicht mehr vorstellen in dem Film, weil er so nur der Rivale in der echten Welt, sagen wir mal so, dargestellt wird. Was kann man sich, also auf jeden Fall Mario, Peach, Luigi, Toad, das ist jetzt mal so ein Quartett, das ich gerne jetzt mal auf Abenteuer sehen würde. Ich würde mich freuen, wenn Luigi das nächste Mal mit aufs Abenteuer mit darf und jetzt alle zusammen gehen. Wer natürlich da fest dabei ist, ist Yoshi, der wurde schließlich auch angekündigt schon in der Post-Credit-Scene. Stimme haben wir persönlich noch keine Begriffe. Viele haben ihn gemeint, so vielleicht Tom Holland als Yoshi. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht persönlich. Auch im Deutschen fällt mir jetzt keine Stimme dazu ein. Was auch in den Beta-Szenen auch gut gezeigt wurde, war, dass eine gewisse Prinzessin aus dem Saranaland auch mit eingebaut war ursprünglich, nämlich Prinzessin Daisy. Ja. Würde ich mir sehr freuen, denn dann hätten wir nicht nur die Romanze zwischen Mario und Peach und ich wünsche mir vielleicht sogar, dass jetzt die Bruderbeziehung nicht mehr so krass im Mittelpunkt steht, sondern vielleicht ein bisschen weiter weg und jetzt auf Mario und Peach das abgezogen wird. Und dann brauchen wir natürlich auch ein Mädchen und da wäre Daisy eigentlich mal perfekt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zwischen den beiden echt lustig werden könnte, weil Daisy ist eine sehr Powerfrau, sehr, sehr selbstbewusste Karatefreundliche, kampflustige, wilde Frau wirklich. Und du hieß nur ein typischer, schüchterner, ängstlicher Typ. Es könnte echt lustig mit den beiden werden. Bei Daisy habe ich mir tatsächlich schon ein paar Vorstellungen. Und zwar könnte die vielleicht im Englischen von Tara Strong gesprochen werden, eine sehr bekannte Synchronsprecherin, die vor allem bekannt ist als Sprecherin von Raven von Teen Titans Go, Twilight Sparkle von My Little Pony, Timmy Turner aus Cosmo und Wanda, Emma McLean aus Danny Phantom, Bubbles von den Powerpuff Girls und so weiter und so fort. Also eine sehr bekannte Sprecherin. In Deutschland kann ich mir tatsächlich die Sprecherin von Tracer aus Overwatch tatsächlich mir vorstellen. Du weißt doch Tracer, die mit dem orangen Anzug und den kurzen braunen Haaren. Die kann ich mir tatsächlich vorstellen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich denke auch die Yoshis und dann Daisy mit ihrem schönen Sarasaland auch. Da würde ich mich drauf freuen und auch ein bisschen so, ja, Ja. Romantiko fände ich auch toll. Ja, vielleicht auch eine gewisse Toadette. Und bei Toadette kann ich mir tatsächlich eine gute deutsche Stimme vorstellen, nämlich die Stimme von Lisa Simpson. Die kann ich mir tatsächlich ziemlich gut vorstellen. Stimmt. Und was sagst du zu Rosalina? Rosalina ist ein schweres Thema. Ich weiß, viele wollen sie wahrscheinlich gerne dabei haben, aber ich glaube, dann muss es in Richtung Weltall gehen. Und vielleicht kann sie so als nicht unbedingt direkt dabei sein, aber vielleicht so eine Art Glaskugelkontakt oder sowas haben und vielleicht sowas. Ja, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es vielleicht um die Galaxie, ne, alias Super Mario Galaxy, vielleicht erweitert wird. Das könnte ich mir noch Ja, vorstellen. vielleicht, dass man es hier hochgehen könnte. Da könnte ich mir tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es du siehst, aber vielleicht die Sprecherin von Pharah, vielleicht aus Overwatch, vielleicht die. Ja, vielleicht, ja. Das ist ja oft so was Zartes, Erhabenes, bisschen, ne? So die. Aber auf jeden Fall, sie könnte wie eine Mathe-Professorin eigentlich klingen, in den Filmen, also wenn man sie ein bisschen abändert. Oder wenn Spike verschwindet, für wen könnte die Bühne eröffnet werden? Genau, Wario. Oh ja, Mario. Noch eher als Waluigi, würde ich sagen, ja. Ja, er hat einfach den interessanteren Charakter. Als Synchronsprecher kann ich mir Danny DeVito im Englischen vorstellen und im Deutschen vielleicht die Stammsprecherstimme von Kevin James vorstellen.
Oh ja, und Danny DeVito würde ja super passen, allein rein optisch. Ja, und vielleicht hat der Waluigi mit dabei. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es die Konkurrenten dann in der echten Welt sind, in dem kleinen Unternehmen. Dann hören sie irgendwie von einem Schatz folgenden den Brüdern und landen eben dort und sind eben Unruhestifter. Und ich kann vielleicht auch die Cooperlinge als Bösewicht-Zusatz vielleicht vorstellen. Also, und ich weiß noch, das war ein YouTuber aus Großbritannien, der auch gemeint hat, dass er gerne mal einen Film sehen würde, in sowohl Chris Pratt als auch Justin Timberlake vorkommen würde. Und ganz ehrlich, ich finde, da Justin Timberlake könnte ruhig Larry sprechen können oder Lemmy. Da Ja, finde ich. richtig cool. Und ich fände als Gegenden oder Ebenen noch nur Yoshi's Island oder Super Mario Sunshine-mäßig nochmal so ein bisschen Sommer, Sonne, Strand, Meer-Feeling, tolles Wasser. Da hätte ich auch nochmal Lust drauf. Oh ja, aber oder vielleicht auch mit Junior dann wieder zurück in die Geschichte der Mama Peace und so weiter und so fort. Ja, genau. Ja, jedenfalls, Miyamoto dann hat nur gemeint, es werden die Welten erweitert, aber ich habe natürlich sehr Sorge um einen Sequel, denn vor allem natürlich, wir hören es zu einem so geilen Film, denn viele Fortsetzungen zu Filmen, die mir sehr gut gefallen haben, enttäuschen tatsächlich. Ich sag mein hässlichstes Beispiel ist Ralph Breaks the Internet. Alter, hat mich der Film kalt, links kalt liegen lassen und ich war so enttäuscht von diesem Film. Ja, die Sorge ist halt immer da, wenn es eine Fortsetzung gibt. Aber es gibt auch gute Fortsetzungen. Klar, doch zum Beispiel Ich einfach rufe Besserwisser 2, Toy Story 2, Hotel Transylvanien 2 und 3 sind sogar noch besser oder auch bei Ice Age finde ich sogar auch besser oder. Sonst fällt mir jetzt nichts Spontanes mal. Oder Cars 2 ist auch mal noch besser als der erste Teil. Also sonst fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Ja, das stimmt. Dann drücken wir die Daumen, dass es was Tolles wird. Ja, also auf jeden Fall ist der sehenswert nach einem Jahr noch da. Also genau gesagt, wenn der Podcast hier hochgeladen wird, ist es am ersten Geburtstag des Mario Bros. Films von 2023. Ist der Film noch sehenswert? Eindeutig. Also Happy Birthday und man kann ihn sich sehr gerne noch mal angucken. Ja, vor allem natürlich also auf jeden Fall vielen Dank Illumination Nintendo für diesen übelst geilen Film. Er hat mir übelst viel Spaß gemacht und er bringt mir einfach immer ein Lachen, nämlich aufs Gesicht, macht immer gute Laune. Ich kann mir den immer angehen, mir geben und er wird nie langweilig. Und ich hoffe, ihr habt das genau gleiche Gefühl. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr den Super Mario Bros. Film von 2023? Ist der beste Mario-Film oder ist er schlechter als die beiden Vorgänger? Ich würde sagen, definitiv nein. Und man muss auch sagen, Erfolg. 18 erfolgreichster 18 erfolgreichster Film aller Zeiten, dritt erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten und der erste Videospielfilm, der mit über 1 Milliarde Dollar der erfolgreichste Videospielfilm ist überhaupt. Der hat ist das 1,36 Milliarden Dollar eingespielt, weil 11 Ländern der erfolgreichste Film beim Start in Kinos, war in Amerika der zweiterfolgreichste, okay, nach Avengers Endgames. Aber trotzdem, man merkt, dieser Film hat so viel Erfolg. Er ist heute noch übelst beliebt. Und wir lieben diesen Film, glaube ich, alle. Also, es gibt Leute, die sich vielleicht an der Story streiten können, aber niemand kann sagen, dass die Animation nicht hübsch ist, dass die Musik nicht gut gelungen ist, die Charaktere nicht gut gelungen sind. Also, das kann niemand sagen, das dagegen. Also, dann danken wir euch auf jeden Fall auch für diese geile Folge. Ich danke auch dir, liebste Mochi. Vielen Dank, dass du halt eben mit mir diese ausnahmsweise etwas Überlänge mitgemacht hast. Vielen Dank. Danke dir auch sehr gerne. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Wir haben uns ja eh immer schon gerne und oft über den Film unterhalten und so detailliert und zur Feier des Jahres war das noch mal richtig toll. Dankeschön. Ja, ich danke auch dir und ich danke auch euch, meine lieben Zuhörer, fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Folge. Und ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Hat euch die Folge gefallen? Dann lasst doch gerne einen Like da.
Und falls ihr Themenvorschläge für Folgen habt, schreibt es uns gerne in die Comments. Lust auf mehr? Dann aktiviert die Glocke. Und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, ciao!